Tief im Westen, im nordrhein-westfälischen Mönchengladbach, treffen wir auf zwei Familien, die in der Mitte ihres Lebens stehen. Und in der Mitte der Gesellschaft. Die vier Kinder wachsen zusammen auf. Familie Struthoff und Familie Kraus. Zwei Schwestern, die mit ihren Familien Tür an Tür leben. Soziologen würden von einem konservativen Milieu sprechen. Fürs Finanzamt sind sie Besserverdiener, für Wahlforscher jedoch unberechenbar. Wer wäre denn für Sie die Mittelschichtspartei? Ist bei keinem Programm, würde ich sagen, ist da irgendwas, wo ich sagen kann, das greife ich, das mache ich. Dann gibt es eine Koalition, dann streiten die sich 3 Jahre, dann machen sie ein Jahr lang wieder Wahlkampf und dann, weiß ich nicht, passt nicht. Die zwei Doppelhaushälften haben sie gemeinsam gebaut und helfen sich im Alltag. Nach dem Frühstück machen sich die Kinder für die Schule parat, die gleichen Rituale in beiden Familien. Nebenan bei Anne und Thomas Kraus. Er ist freier Finanzberater, kommt im Schnitt auf 80.000 Euro vor Steuern. Sie arbeitet halbtags als Erzieherin, trägt 20.000 zum Familieneinkommen bei. Statistisch gesehen gehören sie zu den oberen 10%, aber nicht zu den oberen 10.000. Die beiden Schwestern Nina und Anne sind eng miteinander. Sie führen ein ähnliches Leben, ein gutes Leben, sagen sie, aber kein deutsche Vita. Das bürgerliche Ideal mit Eigenheim, Kindern, Autos, Hockeyverein, Skiurlauben, Altersvorsorge, das muss alles auch erstmal verdient werden. Gemeinsam schauen wir uns ihre Ausgaben an. Ihre beiden Männer verdienen ja ungefähr gleich viel, rund 80.000 im Jahr. Wenn man das erstmal so hört, sagt man, das sind die Besserverdienenden. Und wenn Sie das dann sich im Monat einzeln angucken, sagen Sie aber, da ist schon auch eine ganze Menge, was wir an Nebenkosten erstmal haben. Ja, auf jeden Fall. Wie hoch sind die ungefähr? Also bei uns ist es sehr hoch. Wir sind so auf 5.000 Euro gekommen, da mein Mann auch selbstständig ist und sich selber halt Altersvorsorge, Krankenkasse privat versichern muss. Ist das schon so eine hohe Summe. 5.000 fixe Kosten klingt sehr viel. Davon gehen aber schon 2.000 Euro nur für private Renten und Krankenversicherungen ab. Wir haben festgestellt, ein Großteil geht in Versicherungen zum Beispiel auch. Nebenkosten, Auto, auch Kinderbetreuung. Private Altersvorsorge? Private Altersvorsorge auf jeden Fall. Hauskredit noch abbezahlen? Mhm. Ja. Nach den politischen Steuerkonzepten gelten Sie aber als Besserverdienende. Mhm. Sie gehören eigentlich zu den Wohlhabenden. Ja, also ich würde uns jetzt nicht als Wohlhabend ist für mich auch reich. Und so würde ich uns jetzt nicht bezeichnen. Also uns geht's gut. Mhm. Das ist schon schön, wie wir leben können und was wir uns dann im Endeffekt doch leisten. Aber es ist immer damit verbunden, zu rechnen und abzuwägen. Mhm. Ist das nötig? Ist das jetzt, muss ich das jetzt wirklich kaufen? Brauche ich das wirklich? Also da überlegen Sie schon, hier im Haus geht irgendwas gerade kaputt oder so. Das stellen wir jetzt erstmal zurück zum Beispiel. Ja. Aktuell haben wir dann jetzt auch einen Rollladen, der nicht mehr funktioniert und der müsste repariert werden und überlegen wir jetzt erstmal, wann wir das dann machen. Wie viel kostet das, diesen Rollladen zu reparieren? 320 Euro. 320 Euro, das schiebt man dann trotzdem erstmal zurück. Das ist so bei uns. Haben Sie das Gefühl, dass Sie, wenn Sie von sich selbst sagen, wir sind in der Mitte und nicht Oberschicht finanziell, dass da zu viel weggenommen wird? Ja, schon. Also gerade die Mitte hat meiner Meinung nach die schlechteren Karten, also oder die schlechtesten Karten. Die sozial Schwachen werden unterstützt von der Stadt oder vom Staat bei Schulgeld, bei Klassenfahrten, in Vereinen. Alles kann übernommen werden, wenn man das möchte, wenn man Anträge stellt. Und bei der Mittelschicht wird vorausgesetzt, die haben ja einigermaßen Geld, also wird alles selber bezahlt. Was glauben Sie, warum kümmert sich die Politik dann aus Ihrer Sicht vergleichsweise wenig um die Mittelschicht? Vielleicht mucken die am wenigsten auf. Ja, vielleicht sind die allgemein zufrieden, haben vielleicht auch ein schlechtes Gewissen denen gegenüber, die noch weniger verdienen oder die halt auch arm sind und sind am besten organisiert. Vielleicht ist es so, dass da eben am wenigsten getan wird. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja das Thema. Und wie du schon sagst, kann ich mir auch vorstellen, dass sich dann halt gar nicht so viele beschweren, halt gucken, dass sie klarkommen. Und es geht halt irgendwie. Ein großer Unsicherheitsfaktor für Anne und Thomas Kraus ist sein stark schwankendes Einkommen. Seit der Finanzkrise sind die Kunden verunsichert. Als Finanzberater, der von den Provisionen für Anlageverträge lebt, bekommt er das unmittelbar zu spüren. Der Druck wird einfach größer. Ne? Also wenn ich morgens rausfahre, ist es schon so, wenn ich weiß, im letzten Monat nicht so wahnsinnig viel verdient. Ja? Meine Belastung läuft einfach permanent weiter. Und
da fährt man schon aus dem Haus und hat auch in seiner Verantwortung als Familienvater hat man natürlich da schon ein bisschen mulmiges Gefühl, dann wird es auch mal eng. Ne? Da kann sich das Einkommen von einem Jahr aufs andere schnell mal um die Hälfte reduzieren. Druck, das ist so ein Begriff, den Thomas Kraus im Gespräch häufig verwendet. Noch geht's uns ja gut, aber können wir das halten? Da darf nichts schieflaufen. Zumal die Familie ein drittes Kind erwartet. Was Jan und Mathis aber genauso wenig beeindruckt wie die Aussicht auf Spaghetti Bolognese. Nudeln ist super. Spaghetti war immer das, was ich mir wünschen durfte. Das war früher so. Heute ist das nicht mehr so. Wir sitzen jetzt andersrum. Jetzt mal was Neues. Du darfst jetzt da sitzen, ja. Der Bundestagswahl blickt das Ehepaar mit Skepsis entgegen. Stammwähler sind sie nicht mehr. Ich befinde mich persönlich in einem extremen Dilemma, weil das, was die CDU zum Beispiel angekündigt hat, mit die Familien werden entlastet, mehr Kindergeld, höhere Kinderfreibeträge, was nicht alles Steuerentlastung oder beziehungsweise keine Steuererhöhung und ausgeglichener Haushalt, ja, wer bezahlt's? Am Ende sind wir es auch. Von daher, also den Ankündigungen kann man in dem Sinne ja auch keinen Glauben schenken. Von daher weiß ich, im Moment auch noch nicht, was ich oder welche Partei ich wählen will. Geht Ihrer Frau genauso, dass sie noch nicht wissen, was sie da haben wir uns noch gar nicht drüber unterhalten. Ja, ja. Nee, ich hatte halt auch eben gesagt, dass halt eine Partei vielleicht was vorhat, was ich unterstütze, was ich gut finde. Und die aber dann genauso einen Punkt hat, wo ich denke, nee, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Dass man dann nicht weiß, ja, was soll man wählen. Familie Schmidt-Overbeck aus Hamburg weiß jedenfalls, was sie politisch nicht will. Noch höhere Belastungen. Für die Eltern Antje und Sven ist das wahlentscheidend. Mit ihren Töchtern, der 17-jährigen Lea und der 12-jährigen Anna, zählen sie sich ebenfalls zur Mittelschicht. Im Nordosten Hamburgs hat die Familie eine 112 Quadratmeter Doppelhaushälfte gemietet. Mit Nebenkosten zahlen sie dafür 2.000 Euro monatlich. Das sind 40% ihres verfügbaren Einkommens. Brutto liegt ihr Jahreseinkommen über 80.000 Euro. Sie sehen sich als Gutverdiener, aber nicht als die richtigen Adressaten für eine Reichensteuer. Ich fände es ungerechtfertigt, wenn wir noch mehr Steuern zahlen müssten, weil wir schon sehr, sehr viel getan haben. Wir haben 2 Kinder in die Welt gesetzt, immer gearbeitet, häufig umgezogen. Und da wird man ja eigentlich auch nicht groß unterstützt vom Staat. Haben es trotzdem gemacht, konnten uns somit kein Eigentum anschaffen. Somit haben wir wieder höhere Kosten, was Miete betrifft und. Und sind permanent Rentenzahler. Sven Schmidt-Overbeck ist Bereichsleiter bei einem Logistikunternehmen. Ein Großteil seines Angestelltengehaltes ist leistungsbezogen, schwankt zwischen 80 und 100.000 Euro. Als Betriebswirt hat er sich stetig hochgearbeitet. Für seinen Aufstieg auf der Karriereleiter ist die Familie 6-mal umgezogen. Sie haben viel erreicht, aber auch viel auf sich genommen. Dafür möchte der 47-Jährige vom Staat nicht bestraft werden. Und an der Stelle kommt halt das Ungerechtigkeitsgefühl auf, dass wir nicht verstehen können, warum gerade wir, die jetzt viel eingesetzt haben, um dahin zu kommen, viel Weiterbildung, ja, ob das Sprachen war etc., warum wir dann mehr Steuern zahlen müssen als andere, die vielleicht nicht so viel eingesetzt haben und deswegen vielleicht auch nicht so viel verdienen. Antje Schmidt-Overbeck ist gelernte Einzelhandelskauffrau. Seit der Geburt der Töchter widmet sie sich in erster Linie der Familie, hat nebenher aber noch einen Minijob in einer Boutique. Auch Tochter Lea verdient dazu. Neben der Schule jobbt sie in einem Hotel. Die Eltern investieren viel in die Ausbildung der Kinder. Lea war 6 Monate auf einer amerikanischen Highschool. Außerdem fallen noch Kosten für Sportvereine, Nachhilfeunterricht und Ähnliches an. Wie das eben so ist, mit 2 Teenagern in einer teuren Großstadt. Wir sind eine Familie mit 2 Kindern. Das sind die zukünftigen, die Zahler der Renten. Wir zahlen überall Höchstsätze, egal ob das Kindergärten etc. pp. Ist. Und insofern bieten wir eigentlich der Gesellschaft schon sehr, sehr viel. Und da muss man wirklich dann aufpassen, dass man diesen Bogen nicht überspannt. Ein schönes Zuhause, Vater, Mutter, Kinder. Nahe Elmshorn bei Hamburg war das auch das Leben von Ingrid Mandelkow. In dieser Wohngegend lebte die Familie gemeinsam im Eigenheim, bis vor 3 Jahren die Trennung kam. Ingrid Mandelkow zog mit den Söhnen aus. Ich habe ein Problem gehabt, eine Wohnung zu finden. Das war, wo der Vermieter dann auf meine Söhne guckte und sagte, sie mit
zwei Kindern hier in meiner Wohnung und wo er mir zum Ausdruck gebracht hatte, also das kann er sich nicht vorstellen. Ich habe diese Wohnung nicht bekommen. Wir sind so an den Rand eines Brennpunkts gezogen. Ihr Leben ist nun ganz anders. Auch für ihre Söhne, den 15-jährigen Christian und seinen 12-jährigen Bruder Dennis, der gerade mit einer Kinderfreizeit verreist ist. Aber Sie hatten in Ihrem alten Haus oder Wohnung mehr Platz? Definitiv, ja. Wir haben mehr Platz gehabt. Jedes Kind hat sein eigenes Zimmer gehabt zu der Zeit, das ist klar. Aber wenn Sie jetzt die beiden Wohnsituationen vergleichen, dann, was würden Sie sagen, was hat diese Trennung für Sie dann eigentlich bedeutet, wirtschaftlich? Wirtschaftlich ging es erstmal, ja okay, das können Sie sich sicherlich vorstellen, ja, ziemlich bergab. Wir haben uns an allen Ecken und Kanten erst einmal zurechtfinden müssen. Natürlich habe ich mir vorher Gedanken darüber gemacht, wie es wird. Wie es nachher im Endeffekt aussieht, war dann noch mal eine Spur schlimmer als das, was ich mir ausgemalt hatte. Die 50-Jährige ist Betriebswirtin. Sie hat sich als Coach selbstständig gemacht, daneben in Altersheimen gejobbt und über 200 Bewerbungen geschrieben. Der Kinder wegen war sie 12 Jahre zu Hause geblieben. Dann wieder in den Beruf einzusteigen, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Über 3 Jahre habe ich versucht, einen einzigen Ganztagsjob zu bekommen. Und das ist mir nicht geglückt. Ich habe selten die Wahrheit gehört. Also wirklich die Wahrheit. Das macht kein Arbeitgeber, dass er sagt, Sie sind alleinerziehende Mutter. Was machen Sie denn, wenn Ihre Kinder krank sind? Ich habe manchmal in den Bewerbungen geschrieben, dass wir nicht krank sind. Ihr Schlafzimmer ist zugleich Ihr Büro. Der Coaching-Job läuft inzwischen besser. Aber das sind eben immer nur Einzelaufträge, um die man kämpfen muss. Mal hier, mal da. Sie ist viel unterwegs und hat natürlich keine Sicherheit. Eine Festanstellung, das wäre ein Traum. Ich habe schon einen ganz immensen Aufwand betrieben, um meine Familie hier über Wasser zu halten. Und ich habe manchmal wirklich gedacht, oh Gott, lieber Gott, ein einziger Job, das wäre echt die Erlösung gewesen. Also manchmal, und das können Sie mir wirklich glauben, habe ich selber zu meinem Sohn gesagt, ich wünsche mir eigentlich einen einfachen und einen einzigen Ganztagsjob. Das wäre wie Urlaub. Dass die Wohnung viel kleiner ist als das Haus, in dem sie mit ihrem Mann lebte, ist ein Kompromiss, den sie gerne hinnimmt. Die Wohnzimmereinrichtung hat sie von ihrer verstorbenen Mutter geerbt. Und wie liebevoll ein Zuhause ist, hängt ja auch nicht von der Quadratmeterzahl ab. Ganz genau. Wir befinden uns hier in unserem Kommunikationszentrum Küche. Das ist immer so. Alle sitzen immer in der Küche, egal wie groß sie ist oder wie klein sie ist. Wie klein sie ist, ganz genau. Glauben Sie, dass die Politik dieses Phänomen der immer mehr Alleinerziehenden dann auch wirklich auch finanzielle Probleme bekommen, schon ausreichend erkannt hat? Dass das überhaupt in unserer Gesellschaft schon so erkannt wurde? Es ist ja alles eigentlich immer noch auf das bestehende Familienmodell ausgerichtet. Es ist ganz viel auf das bestehende Familienmodell ausgerichtet, wobei ich wirklich Tendenzen dahin sehe. Wenn ich mir das in der Politik jetzt ansehe, ich hatte die Möglichkeit, jetzt ein recht gutes Kindergeld zu bekommen. Ich hatte die Möglichkeit, auf Wohngeld zurückzugreifen. Solche Dinge, die ich als alleinerziehende Mutter durchaus ja auch in Anspruch nehmen darf und das dann auch getan habe. Ist Ihnen das schwer gefallen, dann zum Beispiel Wohngeld zu beantragen? Ja. Ja. Das ist, man kann es nicht erklären, weil ich ein Mensch bin, ich bin gerne eigenständig. Und von daher denke ich mal schon, ja, das war ein großer Schritt. Stockkampf ist das Hobby, das sie mit ihren Söhnen teilt. Ein eher preiswerter Sport, der außerdem ziemlich gut passt, wenn man sich in einem neuen Leben durchschlagen muss. Familie und Beruf zu vereinen, im Osten der Republik in Schwerin geht man da neue Wege. Das Nidolus, lateinisch Nestchen, ist eine 24-Stunden-Kita. Der 5-jährige Yannick hat die Nacht hier verbracht. Jetzt wird noch gefrühstückt, bis Papa kommt. Geöffnet hat diese Kita rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr. Werner Zeitler hat in Nachtschicht gearbeitet, dann ein paar Stunden geschlafen. Jetzt kann er seinen Sohn wieder in die Arme schließen. Und wie hast du geschlafen? Gut und? Gut. Stock. Seit knapp 4 Jahren bleibt Yannick mindestens einmal pro Woche hier auch über Nacht. Die einen gehen, die anderen kommen.
Julia John ist mit ihrem einjährigen Sohn Lasse noch in der Eingewöhnungsphase. Sie ist Ärztin. Nach der Elternzeit geht für sie der Arbeitsalltag im Krankenhaus wieder los. Für die zweifache Mutter heißt das dann auch Wochenend- und Nachtarbeit. Ohne die Kita ginge das nicht. Sie und ihr Mann sind aus dem Westen zugezogen, die Großeltern zu weit weg, um im Alltag zu helfen. Sie kommen ja ursprünglich aus dem Westen, hier nach Schwerin. Genau. Und ist das so ein großer Vorteil, dass man sagt, hier im Osten ist die Kindertagesstätte, die ganze Struktur einfach besser? Wenn ich Freunde höre, die haben das nicht so gut wie wir hier. Mit der Möglichkeit, die Kinder einfach flexibel abzugeben oder auch mal am Wochenende herzubringen oder auch mal sogar hier schlafen zu lassen. Ja. Die Kita liegt auf dem Betriebsgelände der Helios-Klinik, die den Bau der Einrichtung finanziert hat. Hallo, Schwester Wiebke. In der Klinik arbeitet auch Julia Johns Mann. Jan-Philipp John ist HNO-Arzt. Etwa zweimal die Woche hat er auf Station Nachtschicht. Hinzu kommen Wochenenddienste. So geht's auch Schwestern und Pflegern. Für sie alle stellt sich die Frage, wohin mit den Kindern? Wenn seine Frau jetzt wieder in den Beruf einsteigt, sind sie auf die Flexibilität der Kita-Zeiten angewiesen. Vorteile sind natürlich, dass wenn wir unsere Dienste, das wäre die Alternative, ständig zeitversetzt angeben müssten, dass einfach kein gemeinsames Familienleben entstehen würde. Also ich habe meine zwei Wochenenden, die ich im Monat arbeiten muss, meine Frau, also mindestens eins. Ja, und da ist eben kaum Möglichkeit, mit der Familie dann eben mal die Freizeit zu gestalten. Ja. Gleich neben der Klinik liegt der Arbeitsplatz von Janniks Eltern. Werner Zeitler, der aus Ostberlin stammt, und seine Lebensgefährtin Katrin Ruge. Sie ist gebürtige Schwerinerin. Beide konnten nach der Wende in ihren alten Berufen nicht mehr arbeiten. Werner Zeitler war bei der NVA. Katrin Ruge arbeitete in der Textilindustrie. Doch die gab es nach dem Mauerfall nicht mehr. Vor 13 Jahren haben die beiden sich bei McDonald's kennengelernt. Sie hat eine 80%-Stelle, er noch etwas weniger. Da sind sie auf die Zuschläge für Nachtarbeit dringend angewiesen. Wäre das möglich, dass Ihre Frau, Ihre Partnerin nicht arbeitet? Dass Sie mit einem Gehalt leben? Nee, überhaupt nicht. Nee. Da drauf sind wir, also das können wir nicht. Auf wie viel kommen Sie gemeinsam? Darf ich das sagen, ja? Mhm. Ja, also wenn ich es hochrechne, 1.300 Euro. Da würden Sie wahrscheinlich, wenn Sie beide gar nicht arbeiten gingen, sondern zum Amt, sogar noch sich besser stellen. Ja, sagt man ja immer so, aber da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht hin, nee, beim besten Willen. Also, ab nächsten Monat kann Werner Zeitler seine Stundenzahl aufstocken, dann kommen sie auf 1.500 Euro. Vor kurzem ist die kleine Familie umgezogen. In eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon, die trotzdem noch bezahlbar ist. Ein Glücksgriff. Doch ihr größtes Glück ist das Kind. Das Zentrum ihres Lebens. Um Jannik etwas bieten zu können, wird an anderer Stelle gespart, wo es nur geht. Nee, Butter brauchen wir nicht. Dann sparen wir noch mal 1,50 Euro, Jannik. Also wir sitzen manchmal wirklich richtig da und dann wird da werden die Coupons durchgeschaut und alles, gerade die Wochenendwerbung ist ja drin, ne, und da wird alles durchgeschaut. Ne? Und jeder Schnipselchen rausgenommen, es ist anders nicht mehr machbar. Wir würden es nicht packen. Zum Sozialamt zu gehen, kommt für beide nicht in Frage, schon wegen des Kindes. Um Jannik wirklich ein Vorbild zu sein, ne? Ja, Vorbild und... Was man dann auch sagt, ne? Jannik hat ja dann auch mal einen Wunsch. Er möchte das und das. Und dann sage ich aber, ich kann es ihm kaufen, weil ich dafür gearbeitet habe. Und nicht, weil Vater Staat mir das Geld jeden Monat aufs Konto weist. So kann ich aber sagen, dafür haben wir gearbeitet. Und ich glaube, für uns ist es auch schöner zu sagen, mit eigener Kraft gemacht. Die einzige Hilfe, die sie von Vater Staat annehmen, ist ein Zuschuss zu den Kita-Gebühren. Statt monatlich knapp 250 Euro müssen sie nur rund 35 zahlen. Heute steht wieder eine Nachtschicht an. Der Tag mit den Eltern geht für Jannik zu Ende. Der Abschied wird nur dadurch erleichtert, dass die Eltern wissen, dass die Kita einen sehr hohen Standard bietet. Der große Garten, sogar mit Erdbeerfeld und heißgeliebten Streichelhasen. Julia John muss ihren Facharzt noch abschließen. Das klassische Akademikerinnen-Dilemma. Ein langes Studium, eine lange Ausbildung, in die sie viel investiert hat. Und genau dann, wenn im Beruf die entscheidenden Zukunftsweichen gestellt werden, ist es auch höchste Zeit für die Familiengründung. Der rasche Wiedereinstieg ist für sie wichtig.
Kann man eigentlich als Ärztin, wenn man 3, 4 oder sagen wir sogar mal 5 Jahre komplett ausgestiegen ist, überhaupt so leicht wieder in den Beruf? Oder verändert sich dann in der Zwischenzeit dann auch schon wieder einiges? Ich denke gerade, und das merke ich, der berufliche Wiedereinstieg wird nicht leichter mit der Zeit, mit der man wegbleibt. Letztendlich tut man sich immer schwerer, hat vielleicht auch, ist letztendlich aus der Routine raus. Und es wird einem sicher leichter fallen, je kürzer man zu Hause bleibt. Anke Preuß ist die Gründerin dieser Kita. Sie hat das Konzept entwickelt. Selbst alleinerziehende Mutter einer mittlerweile erwachsenen Tochter weiß sie nur zu gut, wie dringend viele Eltern solche Angebote brauchen. Und auch, warum die Mittel, die der Bund für den Kita-Ausbau zur Verfügung stellt, von den Kommunen zunächst nur schleppend abgerufen wurden. Wo liegen da die Probleme, wenn man eine neue Kita baut und gründet? Also, das ist relativ einfach zu beantworten. Die Investition ist nicht das Thema. Die laufenden Kosten in den Folgejahren ist das Thema. Eine Kindertageseinrichtung zu betreiben, kostet der Kommune oder dem Land richtig viel Geld. Jedes Kind, was betreut wird, kostet dem Land richtig viel Geld. Und da versuchen, glaube ich, schon noch die eine oder andere Gemeinde die Kurve zu kriegen, um dieses Geld nicht ausgeben zu müssen. Das ist eigentlich der, glaube ich, wirkliche Hintergrund. 24-Stunden-Kita heißt übrigens nicht, dass man kommen und gehen kann, wann man will oder gar sein Kind 24 Stunden am Stück hier parkt. Es gibt feste Intervalle für die Bring- und Abholzeiten. Ach so, das macht man hier mit Stechkarte? Und jedes Kind hat eine eigene Namenskarte? Genau. Nachts herrscht Ruhe, da gibt es kein Kommen und Gehen mehr. Die Kita ist weder Hotelbetrieb noch Babysitter-Ersatz. So, auf geht's, wir wollen nach Hause. Dann laufe ich mit Ihnen direkt mal wieder rein, Frau Ruge. Sag mal, du hast ja einen tollen Koffer, Jannik. Was steht denn da drauf? Die Eltern müssen ihre Dienstpläne vorlegen, um zu belegen, dass sie in Nachtschicht oder am Wochenende arbeiten. Und die Übernachtungskinder müssen rechtzeitig vor dem Abendbrot gebracht werden. Die Schlafzimmer sind nach Altersgruppen aufgeteilt. Dann legst du deinen Job wieder hin. Jetzt hast du eingecheckt sozusagen. Schläfst du immer im gleichen Bett? Das ist sozusagen dein festes Bett? Und kannst du gut schlafen, wenn so viele andere Kinder dann auch drumherum schlafen? Ja. Ja? Wie wichtig ist das für Sie, dass diese Möglichkeit hier besteht? Sehr, sehr wichtig. Schon alleine, weil wir beide im Schichtsystem arbeiten, uns wäre es gar nicht gegangen. Also dann hätten Sie diesen Job auch nicht? Nee, dann hätte eine zu Hause bleiben müssen. Für Einzelkind Jannik ist die Kita-Gruppe ein fester Faktor in seinem Leben. Mit der Verabschiedung hat er deutlich weniger Probleme als die Mama. Für mich ist es immer schlimm. Du kannst jetzt gehen, Mutti. Du kannst gehen. Das ist dann. Die 24-Stunden-Kita, bislang ein Ausnahmemodell. Etwa ein Dutzend gibt es bundesweit. In einer Arbeitswelt, die maximale Flexibilität und Mobilität verlangt, bietet sie zumindest eine Lösungsmöglichkeit an. Maximale Flexibilität. In Bayern, im Fränkischen, besuchen wir einen mittelständischen Betrieb, für den diese Flexibilität existenziell ist. Die Firma Schlenk in Roth bei Nürnberg ist ein metallverarbeitender Betrieb. Sie stellt zum Beispiel Metallfolien für die Solarindustrie her. Insgesamt hat sie 900 Mitarbeiter, darunter aktuell 38 Zeitarbeiter. Auf Zeitarbeiter greift Geschäftsführer Karl-Joachim von Schlenk-Barnsdorf immer wieder zurück, wenn er kurzfristig mehr Leute braucht, etwa weil ein großer Auftrag reingekommen ist. Den Service von Zeitarbeitsfirmen schätzt er aber nicht nur, um Auftragsspitzen abzufangen. Wenn jemand von der Zeitarbeitsfirma kommt, dann hat er sich ja dort beworben, weil er wirklich arbeiten will. Und das heißt, alle Leute, die von den Zeitarbeitsfirmen zu uns kommen, wollen auch wirklich arbeiten. Und das ist schon mal die beste Voraussetzung, dass das Ganze dann später mal in der Festanstellung auch münden kann. Das ist nicht bei jeder Bewerbung, die über das Arbeitsamt kommt, der Fall. Über eine Zeitarbeitsfirma kamen zum Beispiel Stefan Hammer und Christian Sauer in den Betrieb. Von Anfang an hofften sie, dass daraus eine Festanstellung wird. Und dann halt. Vor allem für den 37-jährigen Stefan Hammer, Familienvater mit 2 Kindern, ist die berufliche Unsicherheit ein immer drängenderes Problem. Die Familie macht Druck und meine Frau sagt, ich brauche jetzt unbedingt mal eine Festanstellung, weil ewig Zeitarbeit kann nicht sein, weil es ja auch ein finanzieller Aspekt. Bei seinem jüngeren Kollegen hat das mit der Übernahme auch tatsächlich geklappt. Ich bin eingesetzt worden letztes Jahr im März, bin
sofort hierher gekommen bin über die fürs Zeitarbeiten. Und ich bin eigentlich durchgehend hier geblieben, jetzt über ein Jahr. Und nach einem Jahr ist dann eben die Übernahme erfolgt. War mir verdammt wichtig, weil das kollegiale Verhalten hier überragend ist. Man kann es leicht familiär sogar sehen. Das Arbeitsklima mag familiär sein, doch am Ende müssen die Zahlen stimmen. Bei schwankender Auftragslage überlegte sich der Geschäftsführer dreimal, ob er sich die Einstellung eines festen neuen Mitarbeiters leisten kann. Wo es geht, tue er das aber. Bei uns zum Beispiel ist die Einstellungsquote von Zeitarbeitern deutlich über 20%, also die dann wirklich einen langfristigen, unbefristeten Vertrag bei uns bekommen. Und ja, ich denke, wenn man es so betrachtet, dann muss man sagen, dass natürlich alle Akteure, also insbesondere die Unternehmen, der Verleiher, aber auch die Leihfirma, die ethische oder moralische Verpflichtung haben, natürlich das Interesse des Leiharbeiters zu sehen, letzten Endes in eine Festanstellung zu kommen und sich auch dementsprechend zu bemühen, das dann auch umzusetzen. Leider läuft es oft anders. In Hessen, bei den Opel-Werken in Rüsselsheim, begegnen wir Holger Petzel. Über Zeitarbeit kann er eine Menge erzählen. Bei den Opel-Werken war er als Ingenieur 8 Jahre in leitender Position. Da war seine Berufswelt noch in Ordnung. Bis dieses Leben im Sommer 2001 abrupt endete. Und dann ging das los mit dem schönen Begriff Lean Management. Dann kam das Lean Management und dann die Kurzarbeit mehrmals. Ne? Das heißt, Sie haben Leute entlassen und dann irgendwann waren Sie selber dabei? Leute eingespart und irgendwann war ich auch selber dabei. Erinnern Sie sich an Ihren letzten Tag, als Sie dann hier nochmal durchgegangen sind? Ohne den Kollegen auf Wiedersehen zu sagen, einfach rausgegangen. Das war mein letzter Tag. Nach Hause gefahren und ich glaube, ich bin mit der Frau jugoslawisch essen gegangen. Tja, das war's. Das war's von meinem letzten Arbeitstag. Ich denke mit Bedauern daran zurück. Ich war gerne hier. Sehr stressig, hat viele Nerven gekostet, hat viel Zeit erfordert. Ein 8-Stunden-Tag gab's nie, eher 12- bis 14-Stunden-Tage. Ich habe es gerne gemacht. Ich fühlte mich nach 12 Stunden nicht müde, weil das hat mich zufriedengestellt. Auf Direktbewerbungen bei Unternehmen bekommt er meist nicht mal eine Antwort. Für den 55-Jährigen ist das schwer zu verkraften. Zumal noch ein Kredit läuft auf die Eigentumswohnung im Taunus, die eine Absicherung sein soll für die Familie, seine Frau und 2 Söhne. Nach der Entlassung bei Opel hatte er für kurze Zeit noch einmal eine Festanstellung. Als diese Firma dann pleite ging, war das endgültig vorbei. Danach fand er nur noch Jobs über Zeitarbeitsfirmen. 8 Jahre lang ging das so. Seit Oktober letzten Jahres ist er ganz ohne Job. Eine neue Stelle findet er trotz aller Mühen nicht. Ja, einfach Bachelor oder gleichwertig. Karrierestatus, berufserfahren. So, und jetzt sucht er hier Jobs. Das käme in Frage, Herr Projektleiter Sondermaschinenbau in Wiesbaden bei IKS Engineering. IKS Engineering ist ein Zeitarbeitsunternehmen. Also 90% der Annoncen ist über Zeitarbeit. 1300 Bewerbungen hat er bis heute geschrieben. Das ist gewissermaßen zu seiner Hauptbeschäftigung geworden. Die Zeitarbeit als Chance auf Wiedereinstieg, das ist für Holger Petzel nur Theorie. Er hatte auch nicht den Eindruck, dass die Unternehmen, an die er vermittelt wurde, an Festanstellungen überhaupt interessiert waren. Das ist alles Zeitarbeitsfirmen. Die habe ich alle für Sie rausgesucht. Alles, der ganze Stapel Papier besteht nur aus Zeitarbeitsfirmen. Ist man denn dann trotzdem auch so richtig Teil der Firma? Nein, nein. Können Sie sich nicht identifizieren mit. Außer, wo ich damals bei einem großen Elektrokonzern in Frankfurt war. Da war ich 3,5 Jahre. Da hat man ein Verhältnis zu den Kollegen aufgebaut, da gehörte man zu. Aber wenn Sie als Zeitarbeiter ein halbes Jahr, 3 Monate bei Unternehmen sind, dann bekommen Sie das Gefühl nicht. Dann sind Sie Mitarbeiter zweiter Klasse, ganz klar. Zeitarbeit heißt für ihn, ständig unterwegs zu sein, meist mit der Bahn. Keine Sicherheit, keine Fortbildungen, keine stetige Einzahlung in die Rentenkasse. Und nirgendwo mehr hinzugehören, keine Wurzeln mehr zu haben. Die Wege hier, die sind Ihnen bestens vertraut, wenn Sie hier so viel durch die Gegend gekurft sind mit der Bahn? Ja, ganz Deutschland. Als Zeitarbeiter sind Sie ein Zigeuner, ein fahrender Zigeuner. Sie gehören zum fahrenden Volk, ja.
Was bedeutet das dann für das Privatleben, wenn man ständig in anderen Städten unterwegs ist und eigentlich nie mal an einem Ort? Das Privatleben, das beschränkt sich von freitags vielleicht 22 Uhr auf Sonntag 17, 18 Uhr. Weil am Wochenende nur Zeit zu haben, das kennen nun leider viele, oder lange Schichten zu haben, aber zumindest ist man an einem Ort. Und man, zumindest kennt man seine Kollegen über viele Jahre oder hat einen Heimatverein oder ähnliches. Das können Sie sich bei der Zeitarbeit abschminken. Sie können keine sozialen Kontakte pflegen innerhalb der Zeitarbeit. Zeitarbeit als Chance? Holger Petzl fühlt sich nur noch auf der Resterampe, mit der Unternehmen Kosten und Verantwortung sparen. Das Schlimmste ist für ihn, dass es seinem 25-jährigen Sohn jetzt schon ähnlicher geht. Mein Sohn hat Versicherungskaufmann gelernt, hat vorher Abitur gemacht und hat nach seinem Abschluss als Versicherungskaufmann keine feste Anstellung mehr gefunden bei einem Unternehmen, sondern sämtlich nur in Zeitarbeit, bei Zeitarbeitsfirmen. Befristete Arbeit. Mittlerweile dürften es 5 oder 6 Zeitarbeitsfirmen sein, wo er gewesen ist. Und immer die Angst hat, dass es dann auch morgen wieder vorbei ist. Dass es morgen oder übermorgen vorbei ist, ja. Ich hoffe, er hat mehr Erfolg wie ich. Von der Dauerhaftigkeit der Position, die er hoffentlich bald innehat. In Berlin, selbsternanntes Eldorado der Jungen und Kreativen, hat sich Dorothee Karsch entschieden, selbstständig zu werden. Unabhängig von Arbeitgebern und Arbeitsverträgen. Vor 3 Jahren eröffnete die 34-jährige Betriebswirtin gemeinsam mit 2 Freunden das Kochhaus. Zuvor hatten sie alle feste Jobs, zum Beispiel bei Unternehmensberatungen. Doch die Hobbyköche wollten etwas Eigenes wagen. Sie fühlten sich jung genug, ein Risiko einzugehen, und sie hatten eine Idee. Ein Laden, in dem die Produkte nach Rezepten sortiert sind. Das Konzept ging auf, doch der Weg dahin war mühsamer, als sie gedacht hatten. Wie lange hat das gedauert, von der Idee bis der erste Laden da war? Gut ein Jahr. Es sind unglaublich viele Hürden. Also wirklich, man hat ja nicht gleich ein großes Team hinter sich. Also wir waren zumindest schon mal zu dritt, aber viele stehen ja auch alleine dort. Und diese ganzen die Finanzen zu bekommen, das Geld zu bekommen, die ganzen Behördengänge, dann die Immobilien, die man bekommt, dann möchte man da vielleicht noch Umbaumaßnahmen vornehmen, die alle genehmigt werden müssen. Dann geht es weiter, dass man sagt, okay, wir haben einen kleinen Bistrobetrieb mit dabei, dafür noch extra Genehmigung, wie viel Bestuhlung habe ich, brauche ich Toiletten dafür? Also es ist wahnsinnig viel, was noch drumherum an Bürokratie ist. Und man muss sich wirklich darauf konzentrieren, die Idee nicht aus dem Auge zu verlieren. Die Idee war aber erfolgreich. Ramin Go, einer der 3 Gründer, führt mich durch die Büros. 90 Mitarbeiter haben sie inzwischen. Zurzeit planen sie in München sogar schon das 9. Kochhaus. Doch leicht gemacht hat man es den jungen Leuten wahrlich nicht. Als sie den allerersten Laden in Berlin gründeten, gab es zum Beispiel sehr frustrierende Erfahrungen mit der landeseigenen Förderbank. Wir haben dann die Immobilie gefunden, waren heilfroh. Und dann hat die Sachbearbeiterin der Bürgschaftsbank gesagt, nö, den Standort genehmigt sie nicht, der überzeugt sie nicht. Aber sie wollte nicht hierher kommen, sich den angucken. Was? Die hat gesagt, nö, also so Außentermine für so ein kleines. Also sie war diejenige, die bei ihr Kapital entschied und sagte, nee, vor Ort mir das angucken, da habe ich keine Zeit. Und da war ich echt fuchsteufelswütend, weil wir natürlich über Wochen nach einem schönen Standort gesucht haben, waren so begeistert. Und dann war im Grunde dieses ganze Projekt in Gefahr, weil wenn sie keine Bürgschaft erteilt, dann gibt es kein Darlehen, dann können wir nicht gründen. 3 Monate mussten die Gründer deshalb um die mögliche Eröffnung zittern. Erst als die private Hausbank Druck machte, bewegte sich schließlich auch die Mitarbeiterin der staatlichen Förderbank. Es folgten aber noch mehr Stationen im bürokratischen Absurdistan. Was uns jetzt zum Beispiel auch in Frankfurt passiert ist, ist, wir haben so schön eigentlich immer unsere Fensterscheiben beklebt mit so charmanten Zitaten rund ums Essen. Und uns war gar nicht bewusst, dass man dafür auch eine Extragenehmigung braucht. Für die Schriften? Für die Schriften. Tatsächlich, um die Fenster, die ja eigentlich zur Immobilie gehören, zu bekleben, brauchte man eine Extragenehmigung. Und dann hieß es plötzlich, nee, sie müssen wieder runter, da musste das wieder abmontiert werden. Also es ist schon sehr schwierig für so ein kleines Unternehmen. Das war auch nur in Hessen, dass man diese Schriften, und hier in Berlin durfte man Schriften. Ja. Ideen haben, Arbeitsplätze schaffen, man könnte meinen, die Politik wäre solchen jungen Leuten sehr zugetan. Doch die Politik hat eigene Vorstellungen vom erfolgreichen Unternehmertum. Der Eindruck der Gründer, Technologie ist in. Mit Handel hat man es hingegen schwer, vor allem, wenn man noch ein kleines Unternehmen ist. Und bei der Bundestagswahl, was glauben Sie, ist dort dann das ausschlaggebende Thema für Sie übergreifend? Zu hohe Steuern oder zu
wenig Wirtschaftsförderung insgesamt. Also wie bestimmt beeinflusst das Ihre eigene Haltung dann? Meine Haltung beeinflusst, ob Politiker eben nicht nur, wenn sie an Wirtschaft denken, an die große Industrie denken und was für die Energieunternehmen vielleicht das Beste ist, sondern auch an die kleinen Unternehmen und an die Unternehmer, an die Gründer, die, glaube ich, was Innovationen angeht und auch daran eben Deutschland nach vorne zu bringen, einen ganz wichtigen Einfluss spielen, über die Politiker gerne reden, aber doch eben an vielen Stellen zu wenig tun. Jungen Existenzgründern begegnen wir auch im Rheinland in Köln. Genevieve Törner und Jens Tippkötter haben eine Familie gegründet und suchen verzweifelt eine dazu passende Wohnung. Da hilft auch keine Familienförderung. Der Wohnungsmarkt ist wie leergefegt, zumindest in dem Bereich, der für sie in Frage kommt. Seit über einem Jahr suchen sie schon vergeblich. Die Situation auf dem Kölner Wohnungsmarkt ist erschreckend. Also ich habe noch nie sowas erlebt. Ich habe das noch nie gesehen, dass so viele Leute Wohnungen suchen, auch aus meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, mit gar keinem Erfolg. Ein Hausverwalter hat sie angerufen. Da sei was frei geworden. Sie sollen schnell vorbeikommen, bevor die Wohnung auf den Markt kommt. Mehr wissen sie noch nicht, ahnen aber schon, dass da ein Haken sein muss. Doch auf den ersten Blick ist die Wohnung der Hit. Mit Aufzug zentral gelegen, frisch saniert, mit genug Platz für die kleine Lotta und obendrauf auch noch vom Balkon die Aussicht auf den Dom. Für jeden Kölner ein Traum. Der Traum ist allerdings schnell wieder ausgeträumt, als der Verwalter die Zahlen auf den Tisch legt. Also die Wohnung kostet 1.450 Euro kalt plus 200 Euro Nebenkosten, 1.650 Euro warm. Die Besichtigung hätten sie sich sparen können. 1.250 Euro ist das absolute Maximum, das sie ausgeben können. Und das entspricht dann sogar schon der Hälfte ihres gemeinsamen Monatseinkommens. Mich macht das wütend, definitiv. Weil man es sich einfach nicht leisten kann als Normalverdiener. Und man so ein bisschen weiter weggedrängt wird, habe ich das Gefühl. Also genau, dass man, dass diese normal verdienenden Familien bald gar nicht mehr in der Innenstadt existieren, weil es einfach und die ganzen Hipster-Leute oder reichen Leute hier in der Innenstadt dann wohnen. Knapper Wohnraum und explodierende Mieten sind in Köln wie in vielen anderen Großstädten auch ein Massenphänomen geworden. Wer als Normalverdiener eine neue Wohnung sucht, kann daran verzweifeln. Derzeit lebt die Familie in einem ehemaligen Laden mit angeschlossener Wohnung. Das Ladenlokal nutzen sie als Büro für ihre Firma, einen Online-Handel für Fairtrade-Kleidung. Hier lagern sie auch die Textilien, die sie zu ihren Kunden schicken. Von zu Hause arbeiten zu können, ist für Genevieve Törner wichtig. So kann sie zugleich Lotta betreuen. Jens Tippkötter macht das als Zweitjob, neben seiner Stelle als Sozialpädagoge bei einer Kinder- und Jugendstiftung. Vier Zimmer ist auch gut. Für eine Familie ist der umgebaute Laden nicht geeignet. Die große Küche ist zwar schön, ersetzt aber nicht Wohn- und Kinderzimmer. Die schlauchförmig geschnittene Wohnung ist außerdem schlecht gedämmt. Im Winter pfeift's durch die Ritzen. Und Klein Lotta schläft mit im Elternschlafzimmer. Auf Dauer ist das keine Lösung. Das Internet nach Wohnungsangeboten zu durchforsten, ist zu ihrer Hauptfreizeitbeschäftigung geworden. Zeig mal die Bilder. Vierte Etage. Ohne Aufzug. Ohne Aufzug. Kompromisse machen, ja. Aber ganz aus der Stadt herausziehen wollen sie nicht. Bisher fährt Jens Tippkötter mit dem Fahrrad zur Arbeit. Sie möchten in Köln bleiben. Bei manchen ihrer Besichtigungstermine gab es 150 Mitbewerber. Da kamen sie mit Baby, eigener Firma und nur einem Angestellteneinkommen nicht mal in die engere Wahl. Auf einem derart umkämpften Wohnungsmarkt hat man als ganz normale junge Familie schlechte Karten. München, ein besonders teures Pflaster. Gerade für viele Ältere reicht da die Rente nicht mehr, um noch mithalten zu können. Eva Dittrich führt eine Arbeitsvermittlungsagentur für Senioren. Viele ihrer Klienten sind zwischen 70 und 80 Jahre alt. Für sie sucht sie Jobs, die sie dringend brauchen. Also im Grunde genommen ist diese Initiative irgendwann entstanden, weil ich einen Bericht über die Altersarmut gelesen habe und gehört habe davon, dass zum Beispiel in München, wo über 300.000 Senioren über 60 Jahre leben,
jeder Vierte unter der Altersarmut leidet. Und die Altersarmut beginnt irgendwo bei 850 Euro. So ist irgendwo der Schnitt. Die Konditorei Högel in der Münchner Isar-Vorstadt sucht schon seit 2 Jahren eine Bürokraft. Frau Dittrich hofft, dass das was sein könnte für die 70-jährige Ute Hauenschild. Produktionsleiter Marc Kote hat sie jedenfalls zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Es gibt noch einen Interessenten, Wolfgang Martin Meyer. Er ist 80 Jahre alt. Also es geht jedenfalls nicht um eine Tätigkeit hier im Café. Nein, es geht um eine Tätigkeit im Büro. Richtig. Und die ist über uns direkt, das Büro. Und genau. Um wie viele Stunden geht's da? Von 11 bis 15 Uhr brauchen wir täglich jemanden. Die Person, die dann bei uns anfangen wird, wird natürlich eine ganz normale Einarbeitung bekommen. Es wird halt auch zum Beispiel Bestelleingabe, sowas am Computer sein, aber das sind alles Programme, die nicht unheimlich aufwendig sind. Also das kennen Sie auch. Ich mache alles am Computer, wenn man mir das zeigt, also da habe ich überhaupt gar kein Problem. Das ist ja klar. Also. Ist das für Sie trotzdem komisch, dass sich nun plötzlich Menschen über 60 oder auch über 70 bei Ihnen bewerben? Nee, eigentlich gar nicht, weil ich denke mal, als junger Mensch muss man sich auch mit seiner Rente in Zukunft beschäftigen und man hört ja immer wieder, man muss was tun, weil die Rente einfach nicht ausreichen wird und es ist ja klar, dass es auch halt Menschen gibt, denen jetzt schon die Rente nicht langt. Und von daher. Aber dieses die Rente ist nicht sicher, wird einem hier dann doch sehr plastisch vor Augen geführt. Ja, ne? Das auf jeden Fall. Also da macht man sich dann schon noch etwas mehr Gedanken als vorher. Die Arbeitszeiten sind für junge Leute mit Familie offenbar ungünstig. Das könnte eine Chance für die Senioren sein. Bewerber ab 70 werden dann aber doch nicht nur nach ihren beruflichen Qualifikationen gefragt. Sie beide machen ja auch einen fitten Eindruck, sage ich. Und weil die paar Treppenstufen, man muss natürlich auch mal in den Laden gehen. Mal bei den Verkäuferinnen nachfragen. Ja. Sie können nicht von vornherein alles wissen. Das wissen das wir auch ganz genau. Ja. Und, ich wohne zu Hause im zweiten Stock und laufe meistens die Treppe. Theoretisch könnte ich auch. Ja. Und als Herr Drittig Sie das erste Mal ansprach und sagte, ja, ich habe zum Beispiel einen Kandidaten, der ist schon 80 oder so, haben Sie dann erst mal überlegt oder war das? Eigentlich gar nicht. Weil ich ganz ehrlich gestehen muss, mein Opa ist 92 und der ist topfit und fährt mit dem Fahrrad durch die Gegend. Also, das ist toll. Ja, also von daher muss man das jetzt nicht gleich sagen, 80, Mensch, das, ob der noch fit ist oder so. Nee, also so darf man einfach nicht denken. Jetzt muss ich ja fairerweise sagen, dass ich natürlich sowas nicht im Vorfeld verrate. Tun Sie nicht? Nö, ich sage aktive Senioren. Aktiv sind sie und qualifiziert, aber in Existenznöten. Ich habe meine Kosten, jetzt sei es Miete, Zusatzversicherung für die Zähne zum Beispiel. Das ist gerade mit meiner Rente gedeckt. Ich muss also praktisch jeden Euro für einen Lebensunterhalt muss ich dazu verdienen. Bei mir ist jetzt die Espressomaschine kaputt. Und die kann ich zum Beispiel nicht ersetzen. Jetzt kommen bei mir auch eben so von der Garderobe Sachen her. Oder ich konnte zurzeit, ich hätte eigentlich meine Schuhe zum Schuster bringen müssen, aber kann ich im Moment nicht. Ute Hauenschild lebt auf 23 Quadratmeter. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet, aber nicht immer in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt. Die gelernte großen Außenhandelskauffrau hat sich als freiberufliche Bürokraft viele Jahre lang auf eine private Rentenversicherung verlassen, konnte sich dann aber die Beiträge nicht mehr leisten. Es gab Unterbrechungen, Fehlzeiten, das rächt sich jetzt bitter. Sie muss weiterarbeiten. Doch bei ihrer derzeitigen Stelle wurde die Stundenzahl plötzlich halbiert. Für Ute Hauenschild eine Katastrophe. Ich habe also vorher, bevor ich diese Stelle bekam, die jetzt eben reduziert wird, von diesen 2 Tagen auf 1 Tag in der Woche, da habe ich also wirklich den Rest meiner Ersparnisse aufgebraucht. Ich habe also da gar keinen Hintergrund mehr. Und in dem Moment, wenn ich jetzt nichts kurzfristig irgendwas finde, dann wird es wirklich existenziell so eng, dass ich also dann daran denken muss, dass ich nicht mehr genug habe, um fürs Essen einzukaufen. 900 Euro Rente hat sie. Auch wenn sie Grundsicherung beantragen würde, hätte sie am Ende nicht viel mehr auf dem Konto. Aber zum Amt will sie ja auch gar nicht. Sie will es alleine schaffen. Nach Abzug ihrer Fixkosten wie Miete, Versicherungen, Strom bleibt jedoch fast nichts übrig.
Und naja, und jetzt habe ich eben ausgerechnet, jetzt habe ich für diesen Monat noch 102,95 Euro. Das ist jetzt ein beschissenes Gefühl, ist das. Ute Hauenschild ist eigentlich eine sehr disziplinierte Frau. Haltung bewahren ist ihr wichtig. Aber die Existenzängste wachsen ihr über den Kopf. Mindestens 500 Euro monatlich muss sie dazu verdienen, sonst kommt sie nicht über die Runden. Also ich habe in den letzten 3 Monaten keine 500 Euro mehr monatlich Einnahmen gehabt. Und dann habe ich also jetzt zum Monatsende Ende Mai meine Unfallversicherung bezahlt. Ja, und so hatte ich dann kein Geld mehr für meinen Lebensunterhalt und habe dann meine Freundin gefragt, ob die mir jetzt 200 Euro leihen kann. Und wenn ich dann das Geld auf dem Konto habe, bekommt sie die 200 Euro wieder zurück. Sich Geld leihen zu müssen, für Ute Hauenschild ist das eigentlich unerträglich. Ja, ist hart. Auch wenn liebe Freunde gerne helfen, aber sie braucht diesen neuen Job. Ja. Sie weiß sonst nicht, wie es weitergehen soll. Ja, dann weiß ich, dann ist es im Grunde genommen aus für mich irgendwie so. Dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Frau Hauenschild, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Hallo. Das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man sich dann plötzlich so im Fernsehen und auf Leinwand sieht. Aber für Sie ist es auch ein Blick zurück. Es hat sich nämlich doch einiges auch in Ihrem Leben seitdem geändert. Nicht nur eine neue Frisur, sondern es hat sich auch noch was anderes geändert. Also ich habe diesen Job bekommen. Bei der Bäckerei? Bei der Bäckerei. Arbeite täglich 4 Stunden von 11 bis 15 Uhr und bin sehr zufrieden. Das bin ganz, ganz, ganz glücklich und zufrieden. Also mir ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das gehört habe. Ja. Unser Team, die Sie kennengelernt haben, haben sich da wahnsinnig drüber gefreut. Ja. Aber ich glaube, es haben auch viele, die jetzt diese Dokumentation gesehen haben, freuen sich jetzt auch mit Ihnen. Ja. Danke Ihnen, dass Sie heute Abend hier sind. Und es ist natürlich so, das Grundproblem, dass Frau Hauenschild, sie arbeitet gerne und macht das auch gerne, aber sie muss eben auch. Und dieses Grundproblem ist natürlich damit nicht gelöst. Das ist eins der Themen, über die wir heute Abend reden. Es sind noch andere Menschen aus der Reportage, die Sie eben gesehen haben heute Abend hier, zum Beispiel das Ehepaar Runge und Zeitler. Hallo, auch an Sie herzlich willkommen. Sie erinnern sich, das sind die Eltern des kleinen Yannick, die Betreuung brauchen, auch nachts, weil sie in Nachtschicht arbeiten. Auch damit sind sie keine Einzelfälle, sondern sie stehen für ein Thema, das ganz viele in unserer Gesellschaft bewegt. Das gilt auch für die anderen Studiogäste, auf die ich mich jetzt sehr freue. Und mit mir durch den Abend führt mein Kollege Mitri Sirin. Ja, vielen Dank, Marietta, und einen wunderschönen guten Abend hier im Parkstudio im Potsdam-Babelsberg und natürlich auch daheim vor den Fernsehbildschirmen. Und wie Sie sehen, Marietta hat es schon angekündigt, bin ich nicht alleine. Mit uns hierher sind gekommen einige der Menschen, die wir gerade schon, Marietta, du hast es erwähnt, gesehen haben in dem großen Einspielfilm. Und ich möchte Sie jetzt noch mal kurz vorstellen. Heute Abend bei uns ist Anke Preuß, die Gründerin der 24-Stunden-Kita in Schwerin. Außerdem Genevieve Turner aus Köln, die über die dortigen Mietpreise verzweifelt. Dann haben wir Eva Dittrich hier von der Seniorenjobvermittlung in München. Zu meiner Linken begrüßen wir Sven Schmidt-Overbeck, Familienvater aus Hamburg. Er findet jetzt schon, dass er zu viel Steuern und Abgaben zahlt. Dann haben wir Holger Petzl hier. Jahrelang fand er nur noch Beschäftigung als Zeitarbeiter. Und über Zeitarbeit aus Unternehmerperspektive sprechen wir heute unter anderem mit Joachim von Fleck. Schönen guten Abend Ihnen allen. Wunderschön, hallo, dass Sie heute Abend hier mit dabei sind. Frau Dittrich, ich glaube, Ihnen ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, als Sie hörten, dass Frau Hauenschild den Job gekriegt hat. Ja, wunderbar. Ich meine, nicht nur die GFI, die das Projekt unterstützt, finanziert, ist froh über jede Vermittlung, sondern wir persönlich, die eben die Senioren betreuen und versuchen, sie an Arbeit kümmern und wissen, welche Problematiken oft dahinter stecken, sind natürlich wahnsinnig glücklich. Und gerade in dem Fall, Frau Hauenschild, zu helfen, ihre prekäre Situation zu verbessern, war natürlich wunderbar. Hat uns auch sehr gefreut. Darüber sprechen wir auch gleich noch mit den Politikern, die wir erwarten. Die vermutlich jetzt schon mit den Hufen scharren. Die werden gleich ihren Auftritt haben. Herr von Schlenk, gibt es da einen, an den Sie das Wort richten wollen, auf den Sie sich besonders freuen möglicherweise?
Ich glaube, ich freue mich ganz besonders auf Herrn Gysi, nachdem er heute Morgen schon meinen Blutdruck so in seinem Parlament mit seiner Rede hochgetrieben hat. Freue ich mich, ihn mal persönlich zu erleben. Da ist Dampf drin, dann wollen wir doch auch unsere politischen Gäste zu uns bitten. Wir machen das in zwei Portionen, damit wir uns hier nicht so knubbeln. Hier sind die ersten drei. Begrüßen Sie mit uns Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, ganz vorne im Wahlkampf der CDU. Hier. Frau von der Leyen, kommen Sie hier? Also, Rainer Brüderle tritt für die Liberalen als Spitzenkandidat und heute Abend bei uns an. Hallo Herr Brüderle. Freut mich. Stellen Sie sich damit dazu. Und bei den Linken freuen wir uns auf den Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi. Hallo Herr Gysi. Kommen Sie mit in unsere Runde? Ich knubbel mich jetzt mal bei Ihnen dazwischen. Wenn Bürger so urplötzlich auf freilaufende Politiker stoßen, kann das ja schon mal so ein bisschen zu Verspannung führen. Darum haben wir herausgefunden, dass es zwischen Ihnen und den Politikern überraschende Gemeinsamkeiten gibt, mit denen Sie vielleicht gar nicht so gerechnet haben. Wir haben dazu passende Gegenstände, die symbolisieren. Ich fange mal hier an mit Tim und Struppi. Frau Turner, das ist Ihre Leidenschaft. Wer glauben Sie denn von den dreien teilt die? Was meint jemand mit vielen Kindern? Glaube ich, Frau von der Leyen. Frau von der Leyen, Sie haben richtig getippt. Ja. Ich hätte gedacht, Sie nehmen einen der Herren. Hey, klasse. Sie haben Sie auch alle Hefte, Frau von der Leyen? Nicht nur alle Hefte, Tim und Struppe. Ich bin ja in Brüssel geboren und da war Tintin Emilou. Ach, das Comic schlecht in meiner Kindheit. Und wir haben später einen Hund, den haben wir immer noch gekriegt. Ja. Den haben wir natürlich Milou genannt. Milou genannt. Also insofern freue ich mich über Milou. Stichwort Hund, das ist dieser wunderschöne Dackel von Picasso. Und Sie, Frau Preuß, lieben Picasso. Ich darf Ihnen den Gegenstand rüberschieben. Was glauben Sie, wer von den dreien ist auch ein ganz großer Picasso-Fan? Es bleiben ja jetzt eigentlich noch zwei übrig. Ach, entscheiden Sie sich. Herr Gysi. Weiß ich nicht, ist aber im Prinzip falsch. Eigentlich ist es... Da war schon viel Richtiges dran. Niemand würde sagen, Picasso ist schlecht. Aber Sie, Herr Brüderle, sind... Aber nicht der echte, ne? Ist das Nein, ich selbst kann es nicht erlauben, aber es ist ein guter Druck. Ist das ein Original-Picasso? Nein. Nein, das haben wir hier beim ZDF auch nicht. Dann bleibt eine Leidenschaft übrig. Frau Dittrich, Sie sind ein großer Reisefan, sind vor allen Dingen in Asien viel unterwegs gewesen. Unter anderem, ja. Ja, unter anderem. Und auch Herr Gysi reist sehr gern, wenn er mal als Politiker die Gelegenheit dazu hat. Sie waren in Südamerika vor 3 Jahren auf einer längeren Tour. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat man als Politiker nicht so viel Gelegenheit für Fernreisen, oder? Das stimmt. Ich habe ja da auch Nachholbedarf. Sehen Sie, da haben Sie jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Gemeinsamkeiten. Notfalls der Picasso. Vitrin, da bin ich mal gespannt, was sich bei der zweiten Runde ergibt. Ja, Marietta, Wahnsinn, da hat man mal gesehen. Ja? Politiker haben echte Hobbys, echte Vorlieben. Da sind wir mal auch gespannt, ob das bei unseren nächsten Spitzenpolitikern der Fall ist. Und hier sind sie. Für die Sozialdemokraten ist der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel zu uns gekommen. Guten Abend, Herr Gabriel. Die Grünen haben ihre Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt heute ins Rennen geschickt. Frau Göring-Eckardt, schönen guten Abend, hallo, bitteschön. Und aus München angereist, die bayerische Sozialministerin Christine Haderthauer von der CSU. Frau Haderthauer, schönen guten Abend auch Ihnen, bitteschön. So, wir spielen im Grunde das gleiche Kennenlernspiel. Wir haben hier diverse Gegenstände und da wollen wir mal versuchen herauszufinden, wer was mit wem gemein hat. Herr von Schlenk, von Ihnen wissen wir, Sie waren sowas wie ein, ich sag's mal ganz vorsichtig, Schulhof-Raudi. Ja? Sie haben hin und wieder schon den Bogen überspannt auf dem Schulhof. Unter anderem Knallfrösche am Schulhof-Klo versteckt und dort auch zur Explosion bringen lassen. Jetzt überlegen Sie sich mal, wer von den drei Politikern auch kein Unschuldsengel ist, zumindest auf dem Schulhof und vielleicht so seicht in die Rauditum-Ecke gehört. Also tippe ich natürlich sofort auf Herrn Gabriel. Im Prinzip haben Sie auch recht. Ja, aber in diesem Fall ist es nicht Herr Gabriel, sondern wir haben jemand anderes gesucht. Man sagt, müssen Sie das vielleicht korrigieren, Frau Haderthauer, da gibt es auch die einen oder anderen, die auch unschöne Erinnerungen haben an, auf das Aufeinander, mit dem Aufeinandertreffen mit Ihnen auf dem Schulhof, oder nicht? Also nicht die einen oder anderen. Es gibt einen, der mich damals aber auch richtig geärgert hat und der das auch verdient hat. Und das Ganze war in der Grundschule. Gut, das ist schon lange, lange her. Okay, dann sehen wir hier bei Herrn Schmidt-Overbeck Tanzschuhe. Das ist Ihre Leidenschaft. Legen hin und wieder mal eine flotte Sohle aufs Parkett. Was denken Sie, wer teilt diese Leidenschaft hier? Ja, ich denke, dass Herr Gabriel die Leidenschaft teilt. Der ist beschwingt hier reingekommen und das passt ein. Würde eigentlich super passen. Das ist interessant. Und das stimmt tatsächlich, Herr Gabriel. Ja, so ungefähr vor 20 Kilo habe ich mal Turniertanzen gemacht.
Und Sie waren richtig Vortänzer oder was haben Sie gemacht? Ja, ich habe richtig Turniertanz gemacht. Sportart. Neben Fußball und Judo. Aber wenn Sie Frau Göring-Eckardt gesagt hätten, dann hätte das wahrscheinlich auch gestimmt. Sie sind ja auch eigentlich auf der Tanzfläche zu Hause, wenn man das richtig versteht. Jedenfalls groß geworden. Meine Eltern waren beide Tanzlehrer, das stimmt. So richtig für Gesellschaftstanz und so. Ich dachte eigentlich, sind die denn unten schlecht. Rau gemacht oder ist das. Ach, sie kennt sich natürlich aus. Ja, ja. Keine richtigen Tanzschuhe. Das klappt, das sind keine Tanzschuhe. Das können wir schon mal festhalten. Das ist fake. So, wir haben hier noch einen Schalke-Schal. Herr Petzl, Sie sind auf Schalke in Gelsenkirchen geboren. Ja, ja, ich habe ja nicht gesagt, ich weiß, Sie sind kein Fußballfan. Aber trotzdem, hier ist jemand auch am Tisch. Welcher Politiker, welche Politikerin hat etwas mit Schalke 04 zu tun? Einfach mal hingucken und aus dem Bauch raus. Ich nicht. Ja, ich sag mal, auch die Frau von der Leyen. Nee, nee, hier, von uns. Wir sind ja hier. Aber Frau von der Leyen können wir auch nicht. Genau. Das ist eine Scheibe zu tun. Sagen Sie schnell nach. Nicht wirklich, aber. Ja, Hannover 96. Aber wir sind hier, Herr Petzl. Da nehme ich mal die Dame rechts außen von der anderen Seite, wenn man so sieht. Also links außen. Blau-Weiß würde passen, wegen Bayern ist aber nicht der Fall. Wir fordern Frau Göring-Eckardt auf, uns zu erklären, warum Sie dort Mitglied sind und nicht in Ihrer Heimat. Wie kriegt das? Meine Heimat ist ja Thüringen, aber bei Schalke war es so, ich war dort zu Besuch und war bei der Faninitiative. Und das ist eine der ersten, die sich dafür engagiert haben, dass Homophobie im Stadion Ausländerfeindlichkeit bekämpft werden, haben das auch sehr eindrücklich gemacht. Es gab ein Buch über die Nazi-Vergangenheit und dann habe ich den Halbsatz gesagt, Mensch, das beeindruckt mich sehr bei euch, könnte ich gerade Mitglied werden. Darum sind Sie jetzt Tag, Schalke-Mitglied. Ja, genau, und war dann eine Zeit lang Mitglied, gemeinsam mit dem Papst. Jetzt? Der ist inzwischen tot, aber ich bin immer noch Schalke-Mitglied. Jetzt haben wir einiges Interessantes von Ihnen erfahren und auch von Ihnen dort hinten. Bitte Sie jetzt hier, Ihre Plätze einzunehmen an den Talktischen. Können Sie schon mal runtergehen? Ich begleite Sie ein Stück, kommen Sie bitte mit. Auch dort hinten. Und wir können jetzt hier mit einer interessanten Frage weitermachen, meine Damen und Herren. Eine Frage, die, um die sich im Grunde alles dreht. Und hier taucht sie auch schon auf. Wissen Sie schon, wen Sie am 22. September wählen? Und diese Frage richte ich an unser Studiopublikum. Ja? Machen sich Ihre Gedanken, wenn alles richtig gelaufen ist. Haben Sie jetzt ein Abstimmungsgerät? Können Sie mal kurz hochhalten? Haben Sie es alle bekommen? Jawohl, das ist der Fall. Wenn Sie wissen, wen Sie wählen wollen, dann drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie noch nicht so richtig genau wissen, wen Sie am 22. wählen, dann drücken Sie bitte die 2. Und falls Sie zu den geheimnisvollen Nichtwählern gehören sollten, dann drücken Sie die 3. Wir wollen gleich mal schauen, wie das Ergebnis ausfällt. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen und Frau Törner fragen, ob Sie denn schon wissen, wen Sie wählen. Nein, mir fällt es tatsächlich dieses Mal sehr schwer. Also, und könnte möglicherweise dieser Abend noch einen Aufschluss bringen? Eventuell. Ich will nichts ausschließen. Können Sie schon mal ins Zeug legen. Das ist also eine Kandidatin für Sie. Dankeschön. Ja. Sie können zu Hause natürlich auch hier eingreifen bei Wie geht's Deutschland in die Diskussion mit Fragen und Kommentaren. Klicken Sie sich auch online ein. Hier ist unsere Online-Redaktion. Die freut sich auf alles, was da hineinkommt. Die Adressen, die blenden wir ein oder die stehen auch hier auf unseren Screens. Aber eins möchte ich hervorheben, nämlich den Hashtag WieBitte. Den können Sie nutzen, wenn Sie das Gefühl haben, was reden diese Politiker da eigentlich gerade? Ich verstehe hier nur Bahnhof. Also wenn Sie das nochmal erläutert wissen möchten, dann nutzen Sie diesen Hashtag und wir leiten diese Reaktionen dann direkt weiter in unsere Politikerrunde. Und alle Kommentare, die listen wir dann auch nochmal auf. Und zwar bei heute.de, dort, wo Sie auch unseren Faktencheck finden. Und ach, so, da ist schon unser Ergebnis. Das sagt mir das akustische Signal. Und so fällt unser Ergebnis aus. 65% wissen schon, wen sie wählen. 30% wissen es noch nicht. Und 5% wollen gar nicht wählen. In jedem Fall ist es so, dass die Politiker hier noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen und wahrscheinlich auch werden. Und darum möchte ich Herrn Schmidt-Ohrbeck noch mal ganz kurz mit dem Thema Steuern konfrontieren. Beziehungsweise eigentlich können wir direkt zuhören, was die Politiker sagen zum Thema Steuern. Marietta. Genau, wir machen als erstes direkt mit der Runde Steuern weiter. Wollen uns dazu zuerst mal angucken, was die Parteien da so in ihrem Wahlprogramm versprechen oder androhen, je nachdem, wie man will. Beim Thema Steuern bekennen die Parteien richtig Farbe. Die SPD will Gutverdiener stärker besteuern, ab 64.000 Euro Jahreseinkommen aufwärts. 49% Spitzensteuer für sechsstellige Einkommen. Dazu ein Comeback der Vermögenssteuer. Umverteilung von oben nach unten. Ganz ähnlich die Grünen. Nur ist ihr neuer Höchstsatz früher fällig. Die Linke will 53% Steuern ab 65.000 Euro Jahreseinkommen. Dazu eine Reichen- und Millionärssteuer.
Die Union schließt Erhöhungen aus, trotz teurer Wahlversprechen. Und die FDP will Höchstsätze über 50% gleich im Grundgesetz verbieten. Natürlich versprechen alle Parteien auch Steuerentlastungen an der einen oder anderen Stelle. Denn die sind noch immer Stimmengarant. Frau Göring-Eckardt, Ihr Parteifreund Jürgen Trittin hat vor kurzem im ZDF-Sommerinterview gesagt, 10% der Bevölkerung und der Unternehmen maskieren sich als Mittelstand. Finden Sie, dass jetzt die Familie Schmidt-Overbeck, Doppelhaushälfte gemietet, 112 Quadratmeter, dass die sich maskieren? Nein, das finde ich nicht. Da geht es auch nicht darum, was man selber über sich denkt, sondern es geht um die Fakten. Wenn man sich die Fakten anguckt, wie sind die Einkommen verteilt in Deutschland, dann gehören sie zu den 10%, die deutlich mehr haben als andere. Und wir haben gesagt, bei unserem Steuerkonzept werden 90% der Einkommenssteuerzahler und Steuerzahlerinnen entlastet. Nachdem ich den Film gesehen habe, kommen Sie bei uns vermutlich mit einer Null raus. Man müsste noch mal ganz genau über Ihre Einkommen reden. Aber ich glaube, man muss eins sagen, wenn man es einordnet. Das mittlere Einkommen in Deutschland, das sind knapp 1.600 Euro. Und das muss man im Kopf haben, wenn man über Mittelschicht und Mittelstand redet. Auch da wird ja zum Teil sehr unterschiedlich gerechnet, wo dieses Medieneinkommen ist. Da sind alle Einkommen dabei. Aber die Familie Schmidt-Overbeck würde von Ihren Konzepten schon belastet werden, Herr Schmidt-Overbeck. Sie haben das Gefühl, mir wird eigentlich schon genug weggenommen vom Brutto. Genau, es geht also eigentlich um das Thema Gefühl. Also das ist das Erste. Wir wissen ja noch gar nicht genau, was da wirklich dann rauskommt. Fakt ist aber, natürlich geht es erstmal um die persönliche Situation, die jeder beurteilen muss. Und das ist ja auch ausschlaggebend am Ende des Tages für das Kreuzchen, was man dann setzt. Und wir sehen natürlich dann den Gesamtzusammenhang, sehen, wo wir überall Steuern zahlen, wo wir im Prinzip jetzt wirklich unsere Leistungen erbringen. Und es gibt ja mit dem Gehalt, und wir gehören sicherlich zu den Besserverdienenden, wenig Bereiche, wo wir irgendwo eine Entlastung haben. Und wir haben halt an der Stelle das Gefühl, dass grundsätzlich das Steuererhöhungsthema erstmal sehr ungerecht ist, weil hier wirklich eine Partei ruft auf, mehrere Parteien rufen auf und sagen, es gibt eine Grenze und ab da werden die Steuern erhöht. Und dieses Gefühl, irgendwo setzt jemand eine Grenze, das führt dazu, dass wir natürlich gesagt haben, das kann eigentlich nicht richtig sein. Herr Gysi, Sie setzen die Grenze da noch deutlich niedriger ein. Finden Sie, dass das so ungerecht ist, dass die Familie von dem, was sie dann auch obendrauf verdient, auch was behalten will? Also nein, das ist natürlich nicht ungerecht, das kann ich gut verstehen. Das Problem ist, wir müssen Steuergerechtigkeit herstellen. Das heißt, wenn wir Armut wirksam bekämpfen wollen, müssen wir auch Steuergerechtigkeit herstellen. Und dafür versuche ich immer auch die Mittelschichten zu gewinnen. Aber wir machen ja zwei Vorschläge. Das eine ist, dass man bei uns durch den erhöhten Freibetrag bis 80.000 Euro im Jahr entlastet ist. Danach muss man allerdings mehr bezahlen. Ich glaube, Sie sind da genau so ein Grenzfall. Und das zweite ist, dass wir die Mittelschicht dadurch entlassen wollen, dass unsere Einkommensteuer nicht so verläuft, sondern die hat hier diesen Mittelstandsbau. Und das kann ich nicht akzeptieren. Das sind Lehrerinnen und Lehrer, das sind Facharbeiterinnen, das sind Meister. Die alle müssen viel zu viel Steuern bezahlen. Der untere Teil der Gesellschaft kann es nicht bezahlen. Und an die wirklich Reichenden und Bestverdienenden und Vermögenden trauen sie sich nicht ran. Und wenn man die fair belastet, dann kann man diese Mittelschicht endlich entlasten und den Steuerbauch beseitigen. Der ist übrigens von Weigel eingeführt worden und bis heute nicht überwunden worden. Und das wird höchste Zeit. Aber ich glaube, Herr Gabriel, wir haben aber jetzt schon 550 Milliarden Steuereinnahmen in diesem Jahr. Das ist ein Viertel ungefähr des Bruttoinlandsprodukts, so hoch wie seit 12 Jahren nicht, um diese drei Zahlen einfach mal zu nennen. Die Steuereinnahmen fließen. Reicht das denn nicht, um damit zu regieren? Muss da immer wieder was obendrauf? Sie wollen ja auch Steuern erhöhen. Das stimmt. Wir haben die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik und die höchsten Schulden. Wir werden in den nächsten Jahren, damit Ihre Kinder, wenn sie erwachsen sind, nicht immer mehr Zinsen für die Schulden, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, bezahlen müssen, drastisch Schulden abbauen müssen. Und wir müssen vor allem die guten Zeiten, in denen Steuereinnahmen sprudeln, weil die Konjunktur gut läuft, nutzen, um Schulden abzubauen. Und gleichzeitig haben wir die Aufgabe, mehr Geld für Bildung zu investieren. Wir fahren in Deutschland die Infrastruktur auf Verschleiß, die gerade für Unternehmen ja eine ziemliche Bedeutung hat. Wir haben eine Situation in den Kommunen, dass wir die Kommunen Schwimmbäder schließen, Theater schließen, weil sie sozusagen ausbluten. Und jetzt ist die Frage, was wollen Sie von der Wahl hören? Es gibt ein paar Parteien, die werden sich ja gleich äußern dazu, die versprechen, wir senken die Schulden, wir geben mehr Geld aus und wir senken die Steuern. Ich glaube, dass bei näherer Prüfung der Grundrechenarten das nicht zusammenpasst. Sie haben aber auch noch eine ganze Menge vor, außer Schulden abbauen, wenn man sich das alles so anhört, Bildung, Schwimmbäder. Präzise, das ist der Grund, warum ich sage, ja, wir werden auch Steuern erhöhen müssen.
Erstens, in Ihrem Beispiel, das ist falsch, bei uns beginnt sozusagen die Mehrbelastung bei 72.000 und nicht bei, glaube ich, 63 waren das eben. Zweitens, der höhere Steuersatz waren ab 100.000 und 200.000 für Verheiratete. Ja, zweitens, er mit seinem Beispiel, wenn ich das sage, ich glaube, Sie sind verheiratet, zwei Kinder, Sie sind sowieso nicht dabei bei uns, im Gegenteil. Ja, das stimmt nicht so ganz, Herr Gabriel, Sie wollen genau. Das Ehegattensplitting genau. Abschaffen. Nein, und da wird es ganz schön teuer für die Familie Schmidt-Oberbeck. Ich kann ja nichts dafür, dass das, was Sie dann zitieren, ich kann ja nur nacheinander gehen. Wir wollen das Ehegattensplitting natürlich für Verheiratete nicht abschaffen, sondern für neue Ehen ein Familiensplitting einführen, Kinder fördern. Bei ihm würde sich gar nichts ändern, im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie alt Ihre Kinder sind. Kinderfreibeträge wollen Sie doch abschaffen. Wir wollen nicht Kinderfreibeträge abschaffen. Sie können jetzt noch schneller Fragen stellen. Dann, ich antworte auch schneller, aber ich wollte ja erstmal ihn beruhigen, dass er, wenn, ich weiß nicht, sind Ihre Kinder im Kindergartenalter oder schon älter? Nein. Wären Ihre Kinder noch im Kindergartenalter, würden wir Sie, je nachdem, wie viele Beiträge Sie bezahlen, von den Kindertagesstättengebühren entlasten. Das ist nämlich Bestandteil. Familien entlasten wollen. Und Sie wären natürlich mit einem Einkommen von, ich weiß nicht, irgendwo 100.000 Euro und mehr als Verheiratete bei uns nicht betroffen, sondern das beginnt bei uns bei rund 140.000 Euro, müssten Sie, glaube ich, 8 Cent mehr bezahlen. Das hält sich in überschaubaren Grenzen. Also von uns werden Sie eher Entlastungen erfahren, wenn Sie Kinder haben. Und was war jetzt noch gleich Ihre Frage? Was mein Einwand sagen? Waren die Kinderfreibeträge, die Sie abschaffen wollen. Aber geben wir doch vielleicht erstmal Herrn Moin. Ich würde gerne was zu sagen. Ich will nicht Kinderfreibeträge abschaffen. Ich will den Irrsinn abschaffen, für die besser dass ich Kinderfreibeträge bekomme und dadurch durch mein relativ hohes Einkommen vom Staat eine höhere Förderung bekomme als mein Nachbar, der im Tiefbau arbeitet und nur das Kindergeld bekommt. Ich finde, der müsste genau. Mehr Kindergeld bekommen und ich gar keinen. Aber das dieser Irrsinn, von dem Sie gerade sprechen, der trifft auch vom Herrn Schmidt-Oberbeck. Also das ist jetzt sozusagen einer von diesen irrsinnigen Fällen, die von den Kinderfreibeträgen sehr profitieren. Lassen Sie ihn doch vielleicht einfach einmal reagieren, wie überzeugend er Sie da jetzt fand in der Argumentation. Gut, also meine Kinder sind ja 12 und 17 Jahre. Insofern ist das Thema Kindergarten sicherlich ein Thema, was in der Vergangenheit wirklich interessant gewesen wäre. Weil wir haben dadurch, dass wir, das ist ja im Film auch deutlich geworden, sind sehr oft umgezogen. Wir haben sehr unterschiedliche Kindergartengebühren erlebt. In jedem Bundesland anders. Richtig. Es gibt in jedem Bundesland unterschiedliche Regelungen. Also ein Punkt, den ich mir heute wünschen würde, habe ich nicht gefunden in Wahlprogrammen, dass man wirklich da zu einer Harmonisierung kommt. Aber ich will gar nicht vom Thema jetzt weggehen, im Prinzip zurück zum Steuerthema. Die Frage ist für mich immer, wir haben schon eine Steuerprogression. Ja, wir legen jetzt irgendwie Grenzen fest und sagen, da gibt es einen Bauch, an den müssen wir ran. Die Frage ist immer, ist da nicht so eine Klasse von Mittelstand? Wir haben das mal diesen Begriff ja genannt, die jetzt gerade noch mal mehr ausgepresst wird. Das war ja auch in dem Film der anderen beiden Familien noch mal deutlich geworden, dass sie das Gefühl haben, ja, wir machen doch schon so viel. Also auch wir haben das Gefühl, wir müssen mehr für unsere Kinder machen. Und die Kinder stehen immer im Vordergrund. Ja. Und am Ende des Tages gibt es so ein Belastungsthema, dass man sagt, okay, ist es denn richtig, dass, ja, ich verstehe, dass wir es umverteilen müssen, aber ist es denn richtig, dass man immer an diese Gruppe geht und einfach eine Grenze ist? Aber genau, das wollen wir doch mal. Das ist ja das Thema. Das ist ja genau das Thema, was auch in der Dokumentation gesagt wurde. Die Frage ist, was ist Mittelstand? Man muss mal an oben herangehen. Da stehen Sie nicht immer in der Mitte. Also offenbar fühlt sich Herr Schmidt-Oberbeck, wie auch die Familie Krause, deswegen ist er ja auch nicht deswegen ist er ja auch jedenfalls von unseren Steuerplänen nicht betroffen. Naja, aber die interessante, was gerade Herr Schmidt-Oberbeck sagt. Sie reden schon lange. Sie haben schon gerade reagiert. Ich sollte ja was sagen zu dem. Er hat ja auch reagiert. Aber er hat ja reagiert. Ich würde gerne sagen, erstens, von unseren Steuerplänen sind Sie nicht betroffen. Zweitens, Sie haben recht. Sie haben etwas ältere Kinder. Andere Familien werden sich sehr darüber freuen, dass Kindertagesstättengebühren nicht etwa harmonisiert, sondern wegfallen sollen. Das wird höchstens. Und drittens, natürlich ist es so, dass irgendwann eine Progression einsetzen Herr muss. Gabriel, aber lassen Sie doch mal eben 6.250 Euro pro Monat Herr Gabriel, müssen Sie verdienen, um in unserem Steuerkonzept 8 Cent mehr Steuern zu zahlen. Das ist deutlich oberhalb der Mitte der Gesellschaft. Der Durchschnitt verdient 2.700 Euro brutto im Monat. Sie wissen, da hören wir jetzt schon einen anderen Durchschnitt als eben. Das macht nämlich die ganze Sache auch so wahnsinnig kompliziert, dass im Prinzip kaum ein Wähler, eigentlich gar kein Wähler, in der Lage ist, aufgrund von Wahlprogrammen wirklich mal zu berechnen, wie betrifft es mich. Was ich interessant fand, war eben, Augenblick bitte, was ich interessant fand eben, Frau von der Leyen, das haben wir in der Doku gehört, dass diese Familien alle das Gefühl haben, der Mittelstand, das ist so die Cashcow der Nation. Und die fühlen sich auch bei der Union nicht mehr wirklich aufgehoben. Das sind genau die Leistungsträger, die wir nicht weiter belasten dürfen. Und ich glaube, was man hier deutlich sagen muss, zunächst einmal spreche ich für die Union gemeinsam mit Frau Haderthauer. Wir haben ein gemeinsames Regierungsprogramm. Wir wollen keine Steuern erhöhen, damit das gleich von vornherein klar ist.
Zweite Botschaft. Ich finde es vollkommen falsch, dass man diese Rechnung aufmacht, dass man den einen Familien was wegnimmt, um den anderen Familien was zu geben oder um etwas für Familien zu tun. Ich finde, wenn man etwas für Familien tut, und Sie wissen, dass ich sehr stehe für den Ausbau der Kinderbetreuung, gerade diese Themen, dann soll die gesamte Gesellschaft dafür zahlen und nicht die einen Familien für die anderen Familien das bezahlen. Deshalb halte ich es für grundfalsch, dass Rot-Grün, die wollen ja zusammen regieren, also man muss das auch im Doppelpack nehmen, Rot-Grün in der Tat ans Ehegattensplitting rangehen will. Alle, die ein Ehegattensplitting haben, sollten sich das sehr genau überlegen. Zweitens, im Sofortprogramm steht, dass vor allem, und das betrifft Sie, der Freibetrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung gestrichen werden soll. Das betrifft genau Sie. Und ich halte es für absolut falsch, dass man Familien ihr selbstverdientes Einkommen noch höher besteuert, gerade Familien mit Kindern. Wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen ein Familiensplitting. Das heißt, dass die Familien, die Kinder haben, ganz egal wie der Ehestand ist oder wie der Partnerschaftsstand ist, Familien aber mit Kindern von ihrem selbstverdienten Einkommen mehr behalten können. Das ist für uns entscheidend. Frau von der Leyen, dann wollen wir doch mal eben... Wollen wir doch mal gucken, was Schwarz-Gelb, vor allen Dingen auch was Gelb, Herr Brüderle, für die letzte Wahlperiode in dem Bereich versprochen hat und was daraus geworden ist. Das sind die Fakten. Im ZDF-Check, das Steuerversprechen von Schwarz-Gelb. Wir wollen eine steuerliche Entlastung für die unteren und mittleren Einkommensbereiche von 24 Milliarden Euro umsetzen. Das ist dann die 24 Milliarden, also per anno natürlich, also aufs Jahr gerechnet. 24 Milliarden Euro weniger Steuern pro Jahr. Stimmt das? Wäre doch schön. Aber ich kann mir nicht denken, dass es so viel ist. Das stimmt nicht, haben Sie nicht umgesetzt. Wenn ich es verspreche, dann halte ich es auch ein eigentlich. Das hat Schwarz-Gelb tatsächlich umgesetzt. Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, mehr Kindergeld und höherer Freibetrag entlasten Familien um knapp 5 Milliarden. Andere Maßnahmen bringen zusammen weitere 2 Milliarden. Macht 7 Milliarden Euro pro Jahr. Aber keine 24 Milliarden, also per anno natürlich, also aufs Jahr gerechnet. Eine Anmerkung. Beim Abbau der kalten Progression wollte Schwarz-Gelb mehr Steuerentlastung durchsetzen, wurde aber von Rot-Grün im Bundesrat gestoppt. Doch selbst damit wäre das schwarz-gelbe Versprechen 24 Milliarden, also per anno natürlich nicht eingelöst. Herr Brüderle, versprechen kann man viel, aber halten kann man es dann nur sehr schwer. Naja, muss ja die Situation ehrlich sehen. Wir wollten mehr. Wir haben 22 Milliarden entlastet, Steuern gesenkt, Rentenversicherungsbeiträge gesenkt, Praxisgebühr abgeschafft. Steuern? Wir haben 13 Milliarden, ich erkläre es ja, 13 Milliarden draufgesattelt bei Forschung und Bildung. Und wir hatten zwischendurch eine Eurokrise. Wir haben 22 Milliarden Cash zahlen müssen für den ESM. Wir haben 23 Milliarden den Kommunen gegeben für Kindertagesstätten. Und für die Unterstützung ihrer Maßnahmen und für die Betreuung auch der Älteren. Wir haben 8 Milliarden für Fluchthilfe ausgegeben. Das war natürlich Geld, das man anders hätte verwenden können. Aber wenn sich das ändert im Zeitablauf, dann müssen Sie auch anpassen. Und deshalb muss man realistisch das fair diskutieren. Ja, das Blöde ist, dass sich die Realität irgendwie immer einmischt in die Pläne der Politik und dass immer irgendwas passiert, Frau Hadertauer. Ja. Damit kommuniziert sich das dann natürlich auch schwierig, in der Wahl zu sagen, diesmal machen wir aber mehr Entlastung. Das wird immer schwerer, das zu glauben. Naja, wir haben ja das gemacht, was wir angekündigt hatten vom Inhaltlichen her. Das ist die Erhöhung des Kindergelds, Kinderfreibetrag gab. Wir haben übrigens auch am Grundfreibetrag in der Einkommensteuer was geändert. Das ist hier so ein bisschen untergegangen. Es war wohl mit drin, aber es ist nicht so deutlich geworden. Das heißt, die Richtung unserer Politik ist völlig klar. Die Richtung unserer Politik ist völlig klar. Genau, um Familien zu unterstützen, weil für uns ganz klar ist, dass Familie der Ort für Bildung ist und nicht ausschließlich das Monopol der Kita. Moment, die Spielregeln sind nicht so wie gestern Abend, Herr Gysi. Hier geht es diszipliniert. Bitte nicht durcheinander reden. Das macht einen ganz schlechten Eindruck. Aber wir sehen, aber Frage können Sie doch gestalten. Sie haben jedenfalls sehr unterschiedliche Pläne, belasten, entlasten an verschiedenen Ecken und Enden. Wir wollen, damit wir jetzt nicht 90 Minuten am Stück uns nur Zahlen um die Ohren hauen und talken, einen kleinen Alltagstest mit Ihnen machen. Und zwar, wie gut Sie insgesamt als Gruppe wissen, was einzelne Berufsgruppen verdienen. Dietrich, du erklärst das.
Ja, so ist es. Dankeschön, Marietta. Eine sehr, sehr beliebte Frage ist ja immer wieder tatsächlich, wie gerecht sind die Löhne in Deutschland? Da hat natürlich jeder Politiker, jede Politikerin eine eigene Meinung, haben wir ja gerade schon gehört, sehr meinungsfreudig. Und während die Herrschaften Politiker wahrscheinlich in den letzten Tagen Wahlbotschaften und das Volk gebracht haben, haben wir gebastelt, das ist dabei rausgekommen. Wir haben hier eine Bankfilialleiterin, dann eine Chefärztin in einer Klinik, das hier ist ein Altenpfleger. Auf dieser Seite hier haben wir noch eine Köchin und einen Pfarrer und mit der habe ich auch schon viel zu tun gehabt im Büro. Das ist eine Schulrektorin. Hilfe. Jetzt die große Frage, wie viel verdienen die ungefähr? Wir haben jetzt hier so einen Einkommensstrahl, da kann man sich mal so ein bisschen orientieren. Und die Sache ist die, dass in diesem Spiel keiner weniger als 1.500 Euro beziehungsweise keiner mehr als 15.000 Euro brutto im Monat verdient. Und jetzt sind wir mal sehr gespannt, wie die Einordnung ausfällt. Und darum bitte ich mal die Politikerinnen und Politiker zu mir hier hoch auf die Bühne. Wenn Sie denn können, ganz vorsichtig und langsam zu uns zu kommen. Genau. Also, und ich erkläre das. Herr Brüderle, Sie können auch. Wir wissen, Sie. Ja, aber ich werde Ihnen auf jeden Fall helfen. Sie sind ein bisschen seit Ihrem Sturz gehandicapt. Ich organisiere dann was. Also, jeder. Wenn Sie den Pfarrer nehmen, haben Sie da natürlich einen echten Standortvorteil. Jeder kann sich eine Pappfigur nehmen. Soll ich mal die. Jeder greift sich einen, von dem er das Gefühl hat, er weiß es. Das ist hier die Bankfiliale. 45 Sekunden Zeit haben Sie. Und jetzt müssen Sie loslegen, weil die Uhr läuft. Vor der weißen Linie ist es hier jeweils einzuordnen. Hier ist noch der Altenpfleger übrig. Haben Sie den schon positioniert, Frau von der Leyen? Nee, hier, vor der weißen Linie. Wo Sie glauben, wo die stehen. Wir haben... Achtung, die Uhr läuft noch 27 Sekunden. Also hier auf der linken Seite haben wir gerade Einkommensstau, wenn wir das Frau mal zeigen können. Frau Hadertauer hat gerade die Rektorin ein bisschen zerstört. Also da kommt doch noch was aus der Schulzeit bei Ihnen raus. Genau. Nein, das ist ein einfacher Pfarrer. Die letzten 10 Sekunden. So, Sie, das ist die Bankfilialleiterin. Das ist die Bankfilialleiterin, genau. Sie so. Können noch eine Sekunde. So, stopp, stopp. Das ist jetzt vorbei. Die beiden der sind etwas weiter so. Das ist doch mal interessant. Jetzt also die Rektorin ist ein bisschen lediert. Wenn Sie ein bisschen zur Seite gehen, dann damit wir das sehen können. Genau. So, jetzt genau. Machen wir mal ein bisschen Platz und wollen uns jetzt das Ergebnis anschauen. Wie sieht es denn wirklich aus? Aha. Nicht schlecht. So, Sie waren gar nicht schlecht hier mit der Chefärztin. Die ist schon mal richtig. Dann auch richtig ist hier unsere Bankfilialleiterin, wobei die haben sie etwas hoch eingesetzt. Die haben die das bei 10.000, 6.000, aber hängt von der Bank, ist aber keine Sparkasse in dem Fall, sondern ist eine Bank. Ja, Rektoren haben sie deutlich zu hoch alle miteinander eingesetzt, die verdienen viel weniger. Miteinander? Die haben wir nicht lange. Als Gruppe, wir geben keine Einzelnoten. Wir geben hier keine Einzelnoten. Die Rektorin verdient deutlich weniger. Vielleicht auch ein Grund dafür, warum gar nicht so viele Schuldirektorenplätze besetzt sind, weil es nämlich sehr viel mehr Stress ist, aber nicht sehr viel mehr Arbeit. Aber Marietta, in der Regel muss man schon sagen... Köchin haben Sie richtig eingeschätzt, Altenpfleger. Der Pfarrer, der kommt hier ein bisschen zu kurz, ein bisschen mehr kriegt er schon. Aber in der Sache haben Sie es ganz gut gemacht. Herzlichen Dank für Ihr Engagement. Können Sie wieder Ihre Plätze einnehmen? War gar nicht so schlecht. Mal ganz kurz ein Feedback einholen hier von unseren Bürgervertretern sozusagen. Frau Dittrich, wie sind Sie zufrieden mit dem Abschneiden unser Politiker? Ich bin angenehm überrascht, muss ich sagen. Und denke, ich hätte es ähnlich eingeschätzt. Natürlich. Natürlich. Alles klar. Ich würde das auch so sagen, natürlich, klar. Aber das war dann schon überraschend. Marietta. Ja, nicht nur die Frage, was verdient man und vor allen Dingen, was bleibt dann netto am Ende übrig, bewegt natürlich uns alle, sondern auch die Frage, wie sicher ist mein Job eigentlich? Immer mehr Deutsche gehen in befristete Arbeitsverhältnisse, vor allen Dingen die Leiharbeiter- oder Zeitarbeiterbranche ist stark angewachsen. Bevor wir darüber diskutieren, schauen wir kurz auf die Fakten. Zeitarbeit, eine Boombranche. In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der geliehenen Arbeitskräfte fast verdreifacht. Jedes 6. Arbeitsverhältnis von unter 25-Jährigen macht heute diesen Umweg. Das Modell sollte Langzeitarbeitslosen Chancen bieten, aber nur 6% aller Zeitarbeiter waren vorher wirklich lange arbeitslos. Von 10 Zeitarbeitern werden Studien zufolge im besten Fall 2 danach in den Firmen festangestellt. Viele bleiben einfach Beschäftigte auf Zeit und fühlen sich als Arbeitnehmer zweiter Klasse.
Frau von der Leyen, bewegen wir uns, Frage an die Arbeitsministerin, bewegen wir uns immer mehr in Richtung einer Gesellschaft, wo das für viele ein unerfüllter Traum ist, wirklich fest zu einem Unternehmen zu gehören und sich auch darauf verlassen zu können, dass man diesen Job doch auch ziemlich fest hat? Nein, dahin bewegen wir uns nicht. Für den Einzelnen oder die Einzelne werden wir sicherlich gleich noch darauf eingehen. Ist das sehr schwierig, aber wenn man es mal richtig einordnet. Es war gerade in der vergangenen Woche, Statistische Bundesamt hat gesagt, das Normalarbeitsverhältnis, also unbefristet und Vollzeit, ist drei Viertel, also jeder dritte von vier Arbeitsplätzen ist ein Normalarbeitsverhältnis, steigt wieder. Die sogenannte atypische Arbeit, also was Teilzeit, Minijobs, Zeitarbeit ist, sinkt. Das sind insgesamt aber fast acht Millionen. Ja, aber die atypische Arbeit sinkt, weil wir im Augenblick einen sehr guten Arbeitsmarkt haben, eine brummende Konjunktur haben. Die Zeitarbeit, ja, die Zeitarbeit ist mal eingeführt worden oder das Zeitarbeitsgesetz ist verändert worden unter Rot-Grün. Und ich finde den Grundansatz richtig, dass es besser ist, jemand hat zeitweilig Arbeit, als dass er dauerhaft arbeitslos ist. Es betrifft 3% derjenigen, die beschäftigt sind. Und wenn wir mal schauen, die Zeitarbeit ist etwas gewesen, wo lange Schindluder mitgetrieben worden ist. Ich bin keine 4 Wochen Arbeitsministerin gewesen, da war diese Geschichte mit Schlecker, dass die Leute rausgesetzt haben als Stammbeschäftigte, über eine Drehtür wieder eingestellt haben, als Zeitarbeiter zum halben Preis, für ohne Krankengeld, ohne Urlaubsgeld, ohne Weihnachtsgeld. Das war nicht in Ordnung, das haben wir beendet. Wir haben einen Mindestlohn in der Zeitarbeit eingeführt und ich glaube, was das Wichtigste war, wir haben mit den Arbeitgebern und Gewerkschaften verabredet, dass es Zuschläge gibt, Branchenzuschläge, damit für die gleiche Arbeit zum Schluss der gleiche Lohn gezahlt wird. Das heißt, die Zeitarbeit soll nach wie vor eine Brücke in Arbeit sein, das ist sie nicht immer. Aber wir haben vor allem dafür gesorgt, dass die Zeitarbeit sozialer geworden ist, dass sie Leitplanken gekriegt hat. Und das war meines Erachtens wichtig. Diese Brücke, das trifft ja offenbar nur auf ungefähr bis zu 20% zu, die dann tatsächlich dadurch eine Festanstellung finden. Das ist nicht so ein hoher Prozentteil. Frau Göring-Eckardt, war das ein Fehler, dass Rot-Grün dort die Gesetze so eröffnet hat, dass diese Leiharbeiterbranche überhaupt erst ins Boom kam? Denn das war ja unter Rot-Grün. Es war kein Fehler, die Leiharbeit einzuführen bei 5 Millionen Arbeitslosen und dafür zu sorgen, dass Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit rauskommen. Allerdings war es ein riesiges Problem, dass der Bundesrat, der war damals schwarz-gelb dominiert, dafür gesorgt hat, dass es keine gleiche Bezahlung von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern und regulär Beschäftigten gibt. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Deswegen werden Menschen ausgegliedert und kommen dann wieder rein. Wir haben das nicht nur bei Schlecker, wir haben das bei Rossmann, bei vielen anderen Unternehmen, dass die Leiharbeit inzwischen reguläre Beschäftigung ersetzt. Und das sind Menschen, die arbeiten zu deutlich weniger Löhnen als die Festbeschäftigten. Man kann irgendwie 2 Leute stehen nebeneinander am Band oder wie auch immer, machen die gleiche Arbeit, machen sie mit der gleichen Erfahrung, mit der gleichen Qualifikation. Und die einen verdienen 1/3 weniger, verdienen manchmal die Hälfte etc. Und sie müssen sich immer noch darauf einstellen, permanent flexibel zu sein und woanders hinzuziehen. Das ist prekäre Beschäftigung, das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Und deswegen muss man jetzt endlich das machen, was damals schon notwendig gewesen wäre, was verhindert worden ist, dass man Leiharbeit vom ersten Tag an genauso bezahlt wie die reguläre Beschäftigung. Das ist jedenfalls die Möglichkeit, aus diesen prekären Verhältnissen, die am Ende auch zu Altersarmut führen, herauszukommen und den Leuten wieder eine Sicherheit zu geben, dass sie nicht dauernd umziehen müssen, dass sie nicht dauernd in einer neuen prekären Beschäftigung sind. Aber es bleibt ja das Problem, dass gerade auch viele junge Leute inzwischen nur noch erstmal nach der Ausbildung bei Zeitarbeiten landen. Das ist eine hohe Zahl. 50% der Arbeitsplätze, die neu geschaffen werden, sind Arbeitsplätze, die prekär sind. Ja, aber wir haben gehört, jeder 5. oder 6. Jugendliche geht dann eben in die Zeitarbeit. Deshalb stimmt nicht, dass 50% der Arbeitsplätze prekär sind. Das ist Unsinn. Das ist Unsinn. 50% der jungen Menschen gehen in einen befristeten Vertrag. Ja, das stimmt. Ja. Im Grundsatz haben wir, wenn man alle Verträge anschaut, 90% der Verträge sind unbefristet. Die haben keinen Mindestlohn, und die jungen Menschen kommen erst in einen befristeten Vertrag, ja. Aber davon geht dann jeder Zweite in einen unbefristeten Vertrag. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich die Gesamtheit der Verträge anschaut, über 90% sind unbefristet. Aber Sie haben ja schon mal gesprochen. Stimmt. Herr Gabriel sagt, das stimmt nicht. Die eigene Agentur von Frau von der Leyen sagt doch, vorhin war ja die Frage, laufen wir in eine Gesellschaft, wo das immer weniger feste Arbeitsplätze gibt. Und die eigene Agentur von Frau von der Leyen sagt, was 50% ist denn die Agentur von Frau von der Leyen? 50%. Welche Agentur ist das denn? Die Bundesagentur. Wenn Sie nicht mal die Bundesagentur für Arbeit... Die gehört nicht mir. Ich weiß nicht, ob ist doch gut. Ist doch ganz ruhig. Ganz ruhig. Bevor Sie sich aber jetzt über einzelne Zahlen streiten. 50% der neu geschaffenen Arbeitsplätze
sind inzwischen zeitlich befristet. Junge Leute finden... Das ist richtig, befristet. Das sehen Sie. Junge Leute finden nach guter... Lass mich doch mal ausreden. Junge Leute nach guter Ausbildung, gutem Studium, finden nicht einen festen Arbeitsplatz, sondern befristet. Gleichzeitig jammern wir darüber, dass es zu wenig Familien und Kinder gibt. Wir können das Kindergeld verdreifachen. Wenn junge Leute nicht mal nach guter Ausbildung und Studium einen festen Arbeitsplatz finden, wird es auch nicht mehr Kinder geben. Das ist und das ist die Tendenz, die wir sehen. Ich glaube, das ist die... Das ist die Erfahrung, die zum Beispiel Herr Petzl macht, dass einer ihrer beiden Söhne, der hat jetzt auch schon diese Schleife von Zeitarbeitsfirma zu Zeitarbeitsfirma. Seit seiner Ausbildung und seit seinem Abitur hat er bis jetzt nur Positionen in der Zeitarbeit bekleidet. Also noch nicht einen einzigen dauerhaften Arbeitsplatz. Und das ist ja kein exotischer Einzelfall. 25% unserer Beschäftigten sind inzwischen prekär beschäftigt. Das ist noch ohne die Befristungsverhältnisse, die kommen noch hinzu. Das sind noch mal 8 Millionen. Wobei es eben ist, bis zu den 35-Jährigen haben 52% ein befristetes Arbeitsverhältnis. Wie sollen die eigentlich mal verantwortungsbewusst Kinder auf die Erde setzen? Die wissen ja gar nicht, was aus ihnen wird. Und die Leiharbeit, muss ich Ihnen sagen, da verdient man die Hälfte oder zwei Drittel. Und die Stammbelegschaft wird unter Druck gesetzt, indem man ihnen sagt, ja, wenn ihr nicht auf Weihnachten Geld oder auf Urlaubsgeld verzichtet, machen wir noch mehr Leiharbeit. Ich sage, wir müssen das verbieten. Das ist nicht in Ordnung, was da geschieht. Wir müssen das überwinden. Herr Gysi, dann erklären Sie doch zum Beispiel Herrn von Schlenk, der Mittelständler, der in diesen Auftragsspitzen auf Zeitarbeit angewiesen ist, wie er denn dann sein Unternehmen führen soll. Eine Ausnahme würde ich machen. Wenn wir französisches Recht einführen, wenn wir französisches Recht einführen und sagen, eine Leiharbeiterin oder ein Leiharbeiter einen Anspruch auf 110% des Lohnes, den jemand aus der Stammbelegschaft für die gleiche Tätigkeit bekommt, dann ist garantiert, dass es eine reine Ausnahme wird. Darüber könnte man diskutieren, aber nicht mit 50% oder 75%. Ja, haben das Herr von Schlenk verdienen Ihre Zeitarbeiter... Ich sage noch mal kurz, 900 Mitarbeiter hat die Firma insgesamt, 38 aktuell, als wir bei Ihnen gedreht haben, waren in Zeitarbeit. Verdienen die weniger als die Stammbeschäftigten? Also ich glaube, es sind jetzt nur noch 19, aber die verdienen, die kosten uns auf jeden Fall mehr als unsere normalen Beschäftigten. Und ich meine, da gab es ja auch, das wissen Sie ja, eine Gesetzesnovelle Ende letzten Jahres, wo diese Themen geklärt werden. Und es war einfach richtig, die Zeitarbeit in Zeiten mit 5 Millionen Arbeitslosen einzuführen. Und natürlich reduziert sich die Zeitarbeit jetzt auch von selber, nachdem die Arbeitsmarktdaten ja besser werden. Vielleicht komme ich aus Bayern, da ist die Welt vielleicht noch etwas mehr in Ordnung. Aber ich kann jetzt nicht feststellen, dass bei uns die Leiharbeiter, dass die Leiharbeiter, die guten Leiharbeiter, müssen wir uns bemühen, dass wir die halten können und möglichst bald Beschäftigungsangebote machen, dass die uns nicht davonlaufen. Aber wie, Frau Haderthal, wie kann man denn beides, wir sehen offenbar, es gibt böse Zeitarbeit und es gibt gute Zeitarbeit. Wie kann man denn in einem Gesetz dafür sorgen, dass es dann eben wirklich die vernünftige Zeitarbeit ist und dass es dann nicht solche Schicksale sind wie bei Herrn Petzl, der da, er sagte, das fahrende Volk von einem nur noch zum anderen turnt. Ja. Trotz guter Ausbildung, der Mann ist Ingenieur. Ja, also der, das, was wir gemacht haben, ist ja im Grunde schon das, was jetzt gilt und was Frau Göring-Eckardt und Herr Gysi beschreiben, ist Vergangenheit. Die Zeitarbeit hat sich ja schon entsprechend reduziert, weil wir einen Mindestlohn in der Zeitarbeit haben und weil wir das Equal Pay eingeführt haben, was unter Rot-Grün nicht eingeführt worden ist. Wir sind dabei, genau diese sozialen Leitplanken zu setzen, weil für uns ganz wichtig ist, Zeitarbeit darf kein Instrument für Lohndumping sein. Ist es auch nicht, weil es den Arbeitgeber teurer kommt, als wenn er die Leute als Stammbelegschaft macht. Und gleich aber für den Arbeitgeber darf es kein Instrument sein, sondern es soll sich wirklich reduzieren auf diese Fälle der Auftragsschwankungen. Und im Übrigen ist es auch falsch zu sagen, Zeitarbeit, das sind jetzt alles fahrende Zigeuner. Wir haben sehr viel Zeitarbeit, die sehr klar am Ort in einem engen regionalen Umfang eingesetzt wird. Also nicht alles auch die hoffen natürlich, das haben wir im Film bei Herrn von Schlenk, auch die hoffen natürlich eigentlich auf eine Festanstellung. Ja, also das ist doch das schönste Beispiel gewesen, dieser Film. Denn es ist da, glaube ich, auch drin, dass einer der Zeitarbeiter dann übernommen wurde. Und so ist Zeitarbeit eine Brücke aus der Arbeitswelt. Wir haben ja andere Beispiele gehabt. BMW in Leipzig, 3000 Leute. 1000 in befristeter Beschäftigung, Leih- und Zeitarbeit. Manche 10 Jahre am gleichen Arbeitsplatz. Das ist doch nicht in Ordnung gegenüber den Leuten. Es gibt doch
beide Beispiele. Ich glaube, dass das übrigens 38 Leute oder 19 ist doch nicht das Problem. Wir haben zwei. Aber wenn von 3000 1000 in der Leiharbeit sind und Leute 10 Jahre am gleichen Arbeitsplatz sind und nicht die gleiche Sicherheit haben. Deshalb haben wir doch die Branchenzuschläge eingeführt. Nein, die Einzige, die das ändert. Wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, bei Ihnen geht es jetzt gerade hoch her. Die IG Metall mit dem Tarifvertrag und nicht sehen. Moment, bei Ihnen geht es. Gerne alle umarmen, falls Sie das mal wollen. Das ist kein Problem. Wir haben hier im Internet natürlich auch viel Verkehr, wie man so schön sagt. Ja, Sekündchen, Herr Gabriel. Wir haben hier im Internet auch viele Leute, die sich zu Wort melden. Bis jetzt haben wir schon über 1500 Nachrichten, ja, Neudeutsch-Tweets zu dieser Sendung. Auch wenn alle nicht immer alles verstanden haben, weil gerne hier durcheinander gesprochen wird, haben wir doch einiges hier rausgefiltert. Zwar von Uwe Jansen. Er sagt, Leiharbeit ersetzt Festangestellte. Wie geht's? Ne? Das war das Hashtag, das muss auf jeden Fall gestoppt werden. Und jetzt eine Frage von Markus Giesen, der uns über Facebook Folgendes mitteilt. Mit 8,5 Euro Stundenlohn werde ich nie die Mindestrente erreichen. Wieso machen wir sowas? Wir züchten uns Armut mit der Ausrede der Globalisierung. Arbeit. Also, das gebe ich in diese Runde und wer will, darf antworten. Bitte schön. Herr Brüder, möchten Sie vielleicht darauf antworten? Ich versuche es mal einfach, ohne dazwischen zu reden. Ja. Regulär. Dann, Sie waren sehr diszipliniert, das möchte ich auch loben. Aber man muss die Situation ein bisschen realistischer sehen. Zeitarbeit ist im Prinzip eine Notwendigkeit, um Flexibilität in den Betrieben zu haben. Weil es Auftragsspitzen gibt, die nicht permanent da sind. Deshalb braucht man das Stück Flexibilität. Und die Chance ist eben, dass man über die Zeitarbeit auch in den Betrieb reinkommen kann. Ich würde als Betriebsinhaber, wenn ich einen Zeitarbeiter habe und merke, das ist der richtige Mann, das ist ein guter Mann, alles tun, der sich bei mir auch halten kann, das ist unser Interesse. Wir haben doch längst eine ganz andere Arbeitsmarktsituation. Wir sind auf dem Weg zu einer Vollbeschäftigung in Deutschland. Es gibt gerade in Bayern Arbeitsamtsbezirke wieder 1 und 2 vor dem Komma. Das ist Vollbeschäftigung. Wir haben große Zeitprobleme. Darf ich ausreden? Wir haben Probleme, dass wir zum Teil Ausbildungsplätze nicht mehr besetzen können in Deutschland. Frau von der Leyen hat richtigerweise als Hilfe mit Spanien Übereinkünfte gemacht, dass wir auch Ausbildungsleistungen machen, aber auch, weil die Betriebe sie bei uns brauchen. Reden Sie ja mit Fachbetrieben, Sie kennen das ja aus eigener Praxis, die haben nicht die Sorge über den gesetzlichen Mindestlohn, die haben die Sorge, selbst für doppelte Mindestlohn, dass überhaupt jemand kriegen, der es bei ihnen machen kann. Insofern ist es ein sehr, sehr unterschiedlicher Arbeitsmarkt. Und wenn man das alles in diese ideologische Klappe da hineinsetzt, sagt das alles schlecht, das alles nur gut, kommt man nicht weiter. Muss es wirklich etwas differenziert machen, das kostet ein bisschen Mühe, aber es ist für die Sache besser gemäß und weniger die Monstranz rumtragen, die jede Partei mit ihrem Programm meint, die ausholen. Aber Herr Brüderle, wir haben doch gar keinen Mindestlohn von 8,50 Euro. Wir haben 8 Millionen Menschen, die verdienen weniger. Ich habe mich auf die Forderung bezogen. Sie wollen ja 10 haben, Sie machen nur 2 mehr als die SPD. Weil man mit 8,50 Euro nicht mal auf die Grundsicherungsrente kommt. Deshalb sagen wir 10 Euro. Und ich glaube, das wird auch höchste Zeit in Deutschland. Wir haben über 8 Millionen Menschen, die verdienen unter 7 Euro. Darüber sogar über 1 Million, die verdienen unter 5 Euro. Davon kann kein Mensch leben. Deshalb haben wir auch so viele Aufstockerinnen und Aufstocker. Und das geht einfach nicht. Herr Gysi, damit haben Sie mit der Rente genau das richtige Stichwort auch schon genannt. Das war auch die Frage, die eben aus dem Netz kam. Wie kann man eigentlich damit sich noch eine Rente ansammeln? Herr Petzl ist bei Opel damals entlassen worden, kurz bevor er einen Anspruch auf die Betriebsrente hatte, wenn ich mich richtig entsinne. Bei Frau Hauenschild war das Problem, dass sie Unterbrechungen hatte und dass sie dann die privaten Rentenbeiträge sich nicht mehr leisten konnte. Das sind aber eigentlich alles fleißige Menschen, gut ausgebildet. Und dann reicht es am Ende doch nicht. Welche Antwort hat der Sozialstaat darauf, genau, Herr Gabriel? Das ist genau die Gerechtigkeitsfalle, in die wir ran müssen. Denn wenn man sich das anschaut, was im Augenblick passiert, es hat eine Rentenreform gegeben vor 10 Jahren. Die war richtig, weil weniger Kinder in Zukunft da sein werden, die Rente verdienen. Also wird das Rentenniveau sinken. Frau Göring-Eckert, Sie waren, glaube ich, damals Fraktionsvorsitzende, als die Rentenreform gemacht wurde. Und es muss eine zweite Säule aufgebaut werden. Das ist die private Altersvorsorge. So weit, so gut. Das ist auch gerecht für die jungen Menschen, die nachkommen, dass die nicht überfordert werden mit den Rentenzahlungen für die dann ältere Generation. Die Geringverdiener, die laufen in eine ganz böse Falle. Wenn man nämlich ein kleines Einkommen hat, dann kann man, wenn man jetzt nach vorne schaut, sehen, dass man nach 30, 40 Jahren, wenn man eingezahlt hat, feststellt, das ist nicht reich. Den Fakt wissen wir, glaube ich, alle. Die Leute zum Grundsicherungsamt müssen. Die Frage ist ja, welche Lösung die Politik anbietet. Wir wollen deswegen die Lebensleistungsrente einführen. Die haben Sie in der letzten Legislaturperiode aber auch nicht durchgesetzt. Warum sollte es diesmal klappen? Die habe ich in der letzten Legislaturperiode vorgeschlagen. Und ich habe festgestellt, es hat eine ganze Weile gedauert, bis hier alle erstens angefangen haben abzukupfern. Das finde ich klasse. Also alle sind jetzt inzwischen aufgewacht, dass diese Gerechtigkeitslücke da ist.
Aber es ist sehr schwer zu überzeugen, dass man für etwas, was in 20, 30 Jahren erst Realität wird, dann tatsächlich heute auch die Weichen stellt. Komm, das ist noch haben wir haben gut, es im Regierungsprogramm. Ich will zwei Sätze noch sagen. Wir haben es im Regierungsprogramm und es ist bereits im nächsten Haushalt verankert. Bei Herrn Schäuble. Wenn Sie das den heißt, nächsten Haushalt werden, überhaupt verantworten. Werden, klar, wenn wir den nächsten, wir aber haben den Haushalt schon ganz kurz. Lassen Sie uns mal ganz kurz auf die Gesamtsituation im Rentensystem. Ich finde trotzdem wichtig, dass wir diesen Punkt sagen. Hier ist gemeinsam die Haltung, dass wir für diejenigen, die geringverdienen, die Rente aufstocken. Frau von der Leyen, ich glaube, diese Haltung haben Sie alle in irgendeiner Form, dass man für die Geringverdiener was tun kann. Aber schauen wir uns bitte erst mal einmal an, wie eigentlich die Situation in dem Rentensystem insgesamt, wie schwierig die bereits ist. Das deutsche Rentensystem hat ein Demografieproblem. Immer mehr Ältere, immer weniger Junge. Zur Jahrtausendwende finanzierten noch gut 4 Beschäftigte einen Rentner. Heute sind es nur noch etwa 3 und bereits 2030 müssen 2 Arbeitende für einen Rentner aufkommen. Schon heute wird das Rentensystem mit über 80 Milliarden aus Steuern gestützt. Größter Einzelposten im Bundesetat stark steigend. Weniger Rente, höhere Beiträge oder länger arbeiten. Die Alternativen in der Rentnerrepublik Deutschland. Herr Gabriel, wer soll dann noch höhere Renten finanzieren und wie sollen wir vor diesem Hintergrund auch noch für die ganzen Geringverdiener uns sorgen? Ganz schnell wenigstens die Frage aus dem Internet beantworten. Natürlich reichen 8,50 Euro nicht aus, deswegen muss man die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtern und zweitens auch gleichen Lohn für gleiche Arbeit bei Leih- und Zeitarbeit und Stammbelegschaften vom ersten Tag anführen. 8,50 Euro alleine sind zu wenig, sondern das ist sozusagen die untere Grenze, die sich auch in den Jahren nach oben entwickeln muss. Zweitens, die ganzen Modelle, ich würde Ihnen ja am liebsten Folgendes anbieten. In der nächsten Periode, egal in welcher Regierung und Funktion wir sind, wenn Sie die Lebensleistungsrente nicht durchsetzen, dann treten Sie zurück. Und wenn ich nicht durchsetze... Das klingt so nach großer Koalition hier gerade. Sind das schon Koalitionsverhandlungen? Deswegen habe ich gesagt, wir können mal verabreden, dass wir mal eine Zusage abgeben, was wir machen, wenn wir das, was wir vor der Wahl versprechen, nicht durchhalten. Weil mein Vorschlag ist zum Beispiel, Frau Dittrich, deswegen sage ich, wenn ich das nicht hinkriege, würde ich es genauso machen, die muss 850 Euro bekommen, wenn sie 40 Versicherungsjahre hat. Man muss dazu Kindererziehungszeiten anrechnen. Man muss dafür sorgen, dass sie deutlich mehr hat als jemand, der nie gearbeitet hat. Das Problem Ihres Vorschlags ist, da hat Frau Slomka schon recht, Sie haben es in Ihrer eigenen Koalition nicht durchgekriegt. Sie haben übrigens auch zu Beginn der Periode gesagt, Sie wollen die Mütterrente machen, haben Sie es nicht gemacht, Sie wollen es das nächste Mal machen. Und das Dritte, Sie haben es nicht gemacht. Sie wollen es beim nächsten Mal machen und wollen wir mal gucken, ob Sie es dann machen. Also, mein Angebot ist, dass wir beide, wenn wir das so versprechen, nicht durchsetzen, falls wir in der Regierung sind, dann unser Amt niederlegen. Ich bin mal gespannt, ob Sie das Versprechen abgeben. Dann darf ich mal kurz. Wir waren erst nur dran im Verabreden, jetzt im Reden noch nicht. Haben das Problem, das haben wir eben gemacht. Also daran erinnern wir uns bitte an diese Wette, die sind gefährlich. Entschuldigung, geben Sie mir die Frau Hand. Frau Dittrich hat, habe ich doch eben gemacht, Sie sich. Haben Sie nicht zugehört. Herr Gabriel, jetzt geben Sie doch Frau von der Leyen noch mal die Hand. Und so schlappen Hände, vielleicht legen die Hand doch gleich. Und dann hören wir bitte einmal. Ich möchte Frau Dittrich, ich habe Ihnen eben die Hand schon gegeben, ich mache es doch gleich nochmal. Trotzdem, Sie wollen noch... Herr Gabriel, lassen Sie mich mal kurz was zu Frau Dittrich sagen. Ich möchte gerne Frau Dittrich ansprechen, weil sie von ihrem Rentenmodell nichts hat. Nein, das stimmt so nicht. Sie verwechseln das von Dittrich mit Frau Dittrich. Weil sie keine... Darum wollte ich Ihnen ja gerade helfen. Weil sie keine Chance hat, die Zusatzversorgung zu machen, die sie vorschreiben wollen. Und das geht nicht bei Leuten, die wenig verdienen. Sie machen gerade für die, die wenig haben. Herr Gabriel, jetzt lassen Sie doch mal kurz Frau Dittrich zu Wort kommen. Ja, wenn ich das einmal kurz sagen darf. Erst einmal das mit dem Handschlag, damit Sie ja, mit dem Handschlag. Haben wir das auf der Kamera mit dem Handschlag? Und damit, jetzt lassen Sie doch mal kurz Frau Dittrich zu Wort kommen. Ja, ich will doch nur sagen, wo der Unterschied ist zwischen uns den beiden. Haben wir begriffen. Sie möchte eine Zusatzrente machen mit der Voraussetzung, dass man sich privat Vorsorge versichert hat. Für die Menschen, über die wir reden. Mit niedrigen Einkommen ist genau diese Zusatzversorgung nicht möglich, weil sie so wenig verdienen. Und deswegen ist das ein Scheinangebot. Herr Gabriel, ich muss Sie jetzt mal unterbrechen, das dauert jetzt sonst zu lange.
Ganz kurz zur Aufklärung. Frau Dittrich ist jetzt nicht die Geringverdienerin, die keine Rente hat, sondern Frau Dittrich ist Seniorenvermittlerin in München. Hat unter anderem Frau Hauenschild. Aber Frau Hauenschild, ja, Herr Gabriele, Frau Hauenschild war keine Geringverdienerin. Das ist ja gerade das Interessante, Frau Dittrich. Es sind nicht nur Leute, die weniger als den Mindestlohn bekommen, die dann später gegebenenfalls mit der Rente ein Riesenproblem bekommen. Ich muss das etwas zurückdrehen. Wir Rentner heute sind ja aus einer anderen Zeit. Man kann das nicht vergleichen. Wir hatten nicht die Möglichkeit mit einer Zusatzrente, das heißt etwas weiter zurück. Wir haben damals nicht drüber gesprochen, über die Rente. So. Die Rente war sicher laut Herrn Blüm, sag ich mal. Dem hat man geglaubt. Das war ein Fehler. Damals. Das war ein Fehler, das wissen wir heute, das wusste damals keiner. Wir waren eine oder sind eine andere Generation. Die Leute, die jetzt in Rente sind oder auch noch in Rente schon ein paar Jahre drin sind oder jetzt gerade gehen, das ist die Nachkriegsgeneration. Das sind die Leute, die kaputte Erwerbsbiografien auch mitbringen. Ja, genau. Die Frauen zum Beispiel, waren die in der Lage zu arbeiten? Damals gab es noch diese drei Ks, Kinderkirche, Küche. Das heißt, es gab für ganz wenige Kindergärten, Kinderbetreuungseinrichtungen, aber normalerweise war die Frau zu Hause und konnte keine Rentenansprüche erwirtschaften. Und diese Zeiten sind natürlich nicht aufholbar gewesen. Richtig. Das heißt, die Menschen, die jetzt in Rente sind, haben einfach zu wenig Rente. Lassen Sie doch vielleicht, Frau. Und deshalb greift unser Modell da jetzt an. Wir haben natürlich auch bei Frau Hauenschild gesehen, es sind auch Frauen, die gut verdient und gearbeitet haben. Ganz und auch andere. Eine gute Ausbildung haben. Ja. Frau Göring-Eckardt. Das ist genau das Problem. Da greift die Lebensleistungsrente nicht, sondern wir haben uns das mal angeschaut. Genau. Ich bin ja aus Ostdeutschland und dachte erst, Altersarmut, das wird vor allen Dingen Ostdeutsche betreffen. Das Ergebnis war aber ein ganz anderes. Das werden 80% Frauen aus Westdeutschland sein. Genau die Generation, von der Sie sprechen. Die haben eine gute Ausbildung, dann haben sie Kinder bekommen, hatten keine Kinderbetreuung, sind wieder zurück in den Job, aber wenn überhaupt, dann in Halbtagsjob oder in eine niedrigere Bezahlung. Und die Altersarmut für diese Frauen, die bekämpft man nicht mit einer Lebensleistungsrente in die Zukunft, wo man jetzt was dazu zahlen muss, was man mit einem niedrigen Einkommen nicht kann, sondern die bekämpft man dann, wenn man sagt, man muss sich genau anschauen, was haben die gemacht. Und wir haben gesagt, wenn man 30 Jahre lang entweder gearbeitet hat oder Kinder erzogen hat oder Alte gepflegt hat, das kommt ja auch dazu, es geht ja nicht nur um die Kindererziehung, dann muss man deutlich mehr bekommen als die Grundsicherung im Alter. Wir haben gesagt, 850 Euro, das ist nicht viel Geld, aber das ist das, was wir gegenfinanzieren können und wo Altersarmut dann echt bekämpft ist bei denen, die es tatsächlich betrifft. Das ist nämlich nicht der männliche Normalarbeitnehmer, sondern das sind insbesondere die Frauen, die nicht zurückgreifen konnten auf Kinderbetreuung und die natürlich auch keine Chance haben, ihre Biografie rückwärtig zu ändern. Wenn man denen wirklich helfen will, dann braucht man eine Garantierente und nicht eine Mogelpackung, die nur ganz wenigen hilft und die denen auch noch abverlangt, dass sie das zuzahlen. Das Interessante ist, wenn man sich mit Frau Dittrich unterhält, in ihrer Agentur, wir haben sie dort ja besucht und dann auch andere Fälle als zum Beispiel Frau Hauenschild kennengelernt, es sind sehr viele Selbstständige und Freiberufler, die plötzlich ein Riesenproblem bekommen, auch jetzt schon, die Herr Budalle. Das ist eigentlich auch ihre Klientel. Das sind ja nicht nur Geringverdiener oder Arbeitnehmer, das sind auch ganz viele Selbstständige. Die öffentlichen Dienst alle besser dran, die haben ihre Absicherung dabei, da ist natürlich ein Selbstständiger viel schlimmer dran. Mein Vater war kleiner Einzelhändler, hat bis 86 Jahre gearbeitet, der hat eine minimale Rente gehabt, weil man damals auch nicht, wie es früher ist, geklebt hat, also auch die Vorsorge nicht getrieben hat dabei. Und wie viele andere, die müssen zum Teil weiterarbeiten, weil die Absicherung so schlecht ist dabei. Deshalb ist auch zu überlegen, da gehe ich auch einen Schritt weiter, ob man nicht sogar bei den Selbstständigen bis hin zum Obligatorium gehen muss, damit sie auch eine Mindestabsicherung haben, eine Basis haben, weil ich aus dem persönlichen Erleben das kenne. Da denkt man immer, die wären reich, weil sie Geschäft haben. Nach dem klassischen Kampfmuster ist ja ein Unternehmer reich, auch wenn er vielleicht weniger hat als der Inspektor bei der Stadt oder beim ZDF mit null Arbeitsplatzrisiko, wenn er fest angestellt ist. Aber für diesen Bereich muss man tatsächlich andere Strukturen angehen. Frau Stamper, darf ich drei Sachen sagen? Wenn Sie jetzt alle noch mal anfangen, dann läuft uns jetzt wirklich die Zeit davon. Weil ich glaube, wir haben das Problem. Frau von der Leyen, nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie hatten jetzt schon einen ganz schönen langen Wortbeitrag. Lassen Sie ganz kurz Herrn Gysi noch was sagen und dann kommen wir eine neue Runde. Das Problem ist, dazu kommen wir bei der Familienförderung noch. Wir haben ja noch eine Runde mit Familienförderung, da kommen Sie, Frau Haderthauer, alle noch mal mit diesem Thema zu Wort. Folgendes Hinweis. Aber Sie waren schon, lassen Sie mal eben Herrn Gysi kurz ausmachen. Bitte, Frau von der Leyen.
Wir haben tatsächlich ein Problem bei Selbstständigen. Wir haben deshalb etwas beschlossen, wie der Sozialstaat auch zu den Selbstständigen kommen muss. Man muss da wirklich an Lösungen denken, sowohl bei Arbeitslosigkeit als auch bei Rente. Zweitens, wir haben ja nicht nur die 8 Millionen, die unter 7 Millionen verdienen. Wir haben noch mal 7,5 Millionen Minijobberinnen. Da weiß keiner, was daraus wird. Und deshalb sagen wir, das Problem ist nicht die Demografie. Die Produktivität entwickelt sich so schnell, dass wir selbstverständlich keine Senkung des Rentenniveaus benötigen und auch Rente ab 65 bezahlen können, wenn wir 4 Schritte gehen, die alte Formel wiederherstellen, wenn der jungen Generation sagen, alle mit Erwerbseinkommen müssen einbezahlen, nicht nur die abhängig Beschäftigten, das heißt auch Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete, auch Beamtinnen und Beamte, indem wir sagen, wir geben die Beitragsbegrenzungsgrenze auf, wer ein hohes Einkommen hat, muss davon Beitrag bezahlen und den Rentenanstieg für die Spitzenverdiener etwas abflachen, dann wäre alles zu bezahlen. Und aus Steuermitteln brauchen wir für Sie, nicht für Sie, sondern für die anderen eine Mindestrente von 1050 Euro. Und das können wir uns leisten. Aber diesen Weg schauen wir da mal kurz. Mitri, es gibt am Netz ordentlich Bewegung bei diesem Thema. Da merkt man, da brodelt's. Ja, Sie haben alle Ihre... Das ist unser Jingle fürs Spiel, kommen wir gleich zu. Sie haben alle Ihre speziellen Botschaften und Vorstellungen. Eins darf ich aber schon mal vorwegnehmen, nämlich die Reaktion von Silke Liebig, die sich gemeldet hat für Herrn Gabriel. Die war begeistert von ihrem Vorschlag, dass Politiker zurücktreten, wenn Wahlversprechen nicht umgesetzt werden. Und wir können noch mal ganz kurz hier auf unser Netzradar schauen und Sonja Schünemann fragen von unserem Team, was da los war. Und zwar, wo der Peak ist. Das muss so irgendwie 21:50 Uhr gewesen sein. Sonja, was war denn da genau los? Das war genau die Wette, von der du gerade schon gesprochen hast, Mitri. Da ging bei Twitter, kamen ganz, ganz viele Tweets ein und ganz viele schrieben, wie bitte? Und sagten, es wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee, wenn die auch tatsächlich dann mal zurücktreten würden. Können Sie sich merken. Das ist genau das, was ankommt. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, auf das ich mich schon den ganzen Abend freue. Und dieses Spiel, das findet statt in der Speakers Corner im Londoner Hyde Park. Da haben wir hier so ein bisschen die Atmosphäre nachempfunden. Und für unsere Politikerinnen und Politiker geht es jetzt nicht darum, sich gegenseitig ins Wort zu fallen, sondern sich verständlich zu machen, und zwar dem Wähler, der gerade auch schon so ein bisschen reagiert hat. Bin ich mal gespannt. Also, es geht um Begriffe, die erraten werden müssen, wir können beziehungsweise erklärt werden müssen. Wir können uns mal ein Beispiel anschauen. Sowas wäre zum Beispiel ein Thema, ein Wort. Freizügigkeit. Und bei diesem Spiel darf man natürlich die Wortbestandteile nicht benutzen, also weder frei noch zügig, noch Freizügigkeit, aber auch nicht die drei, die da drunter stehen. Und dann wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Kennen Sie vielleicht von einem anderen Gesellschaftsspiel? Also nicht nackt, nicht umziehen und nicht Europa. Bitte Sie schon mal hierher. Ich kann, ja, alle kommen hierhin. Wir machen das mal so. Ein Team Regierung auf diese Seite und das Team Opposition auf diese Seite. Und zu Ihrer Beruhigung darf ich Folgendes sagen. Sie müssen nicht die kalte Progression erklären. Und auch nicht sozial verträgliches Frühableben, habe ich mir überlegt, fairerweise. Also, so ist es. Ich erkläre noch mal ganz kurz, wie es läuft. Wenn Sie einen falschen Begriff verwenden, dann kommt dieses sanfte Geräusch. Und woher sehen wir den falschen Begriff? Ja, Sie bekommen von mir Karteikarten. Sie bekommen von mir die Karteikarten in die Hand und da unten drunter steht das immer dann drauf. Was wir nicht sagen dürfen. Genau. Den Begriff. Sie dürfen sich vom Publikum Sie müssen diesen Begriff erklären, der hier oben steht. Und genau, ohne die Worte jeweils. Ja? Und sobald ich höre, einer ruft oder einer ruft aus dem Publikum, gibt es einen Punkt. Sie erklären das für unsere Protagonisten und das Publikum darf soufflieren. Kommen Sie bitte hierhin näher. Ich würde mal sagen, die Opposition fängt an. Also rufen Sie einfach rein, sobald Sie das Gefühl haben, ich weiß, was es ist. Wir müssen als Team raten. So, ab jetzt. Kommen Sie ruhig nach vorne. Ja, als Team. Sie sind ein Team, genau. Aber nacheinander jeweils. Nee, die Uhr müssen wir bitte nochmal, wenn das geht, zurücktun. Das geht jetzt nicht. Wir müssen noch einiges erklären. Die Uhr bitte nochmal zurückdrehen. Wichtig ist, wenn Sie einen Begriff richtig erraten haben, dann bitte an diese Magnetwand dranpinnen. Am Ende rechnen wir dann ab. Und wenn Sie nicht weiter wissen, dürfen Sie weiter sagen, einfach hinten anstellen und dann geht es weiter. Also, ab jetzt 90 Sekunden hat jedes Team. Ich habe noch nicht verstanden. Dieses Publikum rät. Das Publikum rät und unsere Studiogäste raten. Sie erklären diesen Begriff und dürfen halt die Wortbestandteile nicht benutzen dabei. Mhm. Ja? Und die Protagonisten, die versuchen, diese Begrifflichkeiten zu erraten. Und das Publikum darf so fliehen. Haben Sie das alle verstanden? Ja, wir haben das alle verstanden. Dann ab jetzt 90 Sekunden für jedes Team. Frau Göring-Eckardt fängt an. Bitte schön. Das, was Herr Schmidt-Oberbeck lieber nicht bezahlen will? Steuern. Und das, wo man Wasser kriegt, auch wenn viel nicht da war? Wenn in der ganzen Umgebung keins da gewesen ist?
Richtig, richtig, das ist der erste Begriff, Frau Göring-Eckardt. Bitte können Sie den Begriff dort anpinnen. Und jetzt macht sofort Herr Gabriel weiter. Bitte schön. Oh Gott, oh Gott. Sie können auch weiter sagen. Genau. Wenn man nicht krank ist gesund. Und wenn man etwas bezahlen muss dafür, gesund. Dass man Sie können weiter nicht, sagen. Nicht krank ist oder wenn man krank ist. Stopp, stopp, stopp. Wir haben krank gesagt. Gesucht war der Begriff Kopfpauschale. Genau, und jetzt geht's weiter direkt. Kopfpauschale. Kopfpauschale. So, bitteschön. Das ist der nächste Begriff. Ach, herrje. Ja. Also, wenn man sehr viel über Sie wissen will und das eigentlich gar nicht darf, aber doch dafür bezahlt wird. Wie bitte? Ja. Was macht der bitte? Dankeschön. Ist gefallen. Bitte anfinden. Sehr gut, Frau Göring-Eckardt. Sie haben noch 20 Sekunden. Die Zeit läuft. Also, Griechenland gehört zu? Ja, das ist, ich habe es auch gehört. Europa war richtig. Und hier ist noch ein, vielleicht schaffen Sie es noch. Sie haben noch 10 Sekunden. Wenn alle bezahlen, nein, schon zu spät. Ja, bezahlen ist, es war leider falsch, weil wir haben den Begriff Pkw-Maut gesucht und da oben sehen wir es genau. Das hätte Frau Radatau haben. Ich kann mich so schlecht verstellen. So, jetzt muss ich die Regierung beweisen. Wir haben 3 erratene Begriffe von der Opposition. Frau von der Leyen fängt an. 90 Sekunden auch für Sie. Bitte kommen Sie hier zu mir, dann kann ich mal mitgucken. Und ab jetzt. Also, wenn jemand ganz viel Kraft hat im übertragenen Sinne... Energie. Ja, Energie. Das Wort und man so macht. Richtig, bitte an die Magnetwand pappen und jetzt ist Herr Brüderle dran, bitteschön. Wenn man viel sagt, Erwartungen hat und nichts rauskommt. Das, was ich eben mit Gabriel gemacht habe. Was habe ich gemacht? Haben Sie mit? Jawohl. Ja, den nehmen wir. Herr Brüderle, machen Sie bitte weiter. Sehr gut. Ja, wo fühlt man sich zu Hause? Nee, den lassen wir nicht gern zu Hause, durften Sie nicht wählen. Jetzt ist Frau Hadertauer dran. Bitte nochmal neu anstellen. Wir haben, wie viel haben wir noch? 30 Sekunden noch. Wenn man lange lebt und es einem zum Schluss nicht mehr so gut geht, dann kommt man... Schon sehr gut, und, aber... Wenn etwas sehr, sehr schwierig wird und sehr eng wird... Ja, genau. Richtig, erraten. Jetzt der nächste Begriff, Frau von der Leyen. Sie haben noch 10 Sekunden. Oh, was sagt die Kanzlerin immer? Zu dieser Lösung gibt es... Ja, danke, genau. Okay, ich habe falsch gedrückt. Frau von der Leyen, merken Sie, spielen das. Okay, alles klar. Ein bisschen chaotisch war es, gebe ich zu. Wir müssen kurz abrechnen. Das heißt, 3 Begriffe richtig erraten auf dieser Seite, 4 richtig auf dieser Seite. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie den Spaß mitgemacht haben, für Ihre Plätze wieder einnehmen. Dankeschön. Ja, ich hätte jetzt natürlich eigentlich noch eine Karte nehmen können, nämlich die Karte Betreuungsgeld. Genau. Und dann müsste Frau Hadertauer dürfte nicht sagen Wahlfreiheit. Herr Gabriel dürfte nicht sagen Blödsinn. Abschaffen dürften Sie auch nicht sagen. Und Frau von der Leyen dürfte nicht sagen, ich war sowieso dagegen. Aber Sie waren dagegen. Das Betreuungsgeld. Ja. Ursprünglich, das heißt vor 8 Jahren, habe ich ein echtes Problem mit dem Thema gehabt, weil es damals quasi keine Krippenplätze gab. Ich habe damals gesagt, wir müssen einen Rechtsanspruch für einen Krippenplatz einführen. Wir hatten damals 250.000 Krippenplätze in Deutschland, heute gibt es über 800.000. Und Sie erinnern sich, damals in der Großen Koalition haben wir sehr gerungen um das Thema Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Da ist verabredet worden... Aber wir reden jetzt im Kabinett über das Betreuungsgeld, nicht über die Krippenplätze. Den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz und es war mit in der Begründung des Gesetzes drin, es soll ein Betreuungsgeld auch geben. So, und insofern sind wir vertragstreu geblieben. Sie sind vertragstreu geblieben, Frau Hadertauer, aber viele Krippenplätze mehr haben. Lassen Sie uns erstmal kurz über das Betreuungsgeld sprechen. Mit dem Betreuungsgeld. Ich glaube, diese 1 Milliarde entspricht 33.000 Plätzen in guter Qualität. Frau Hadertauer, die Gegner des Betreuungsgeldes sagen, ich kriege ja auch kein Geld, wenn ich nicht in subventionierte Theater oder Schwimmbäder gehe.
Ja, aber das ist ja das, was mich so stört, dass so diffamierend über Kindererziehung und Betreuung in dieser Republik gesprochen wird. Ich meine, ein einjähriges Kind, das hat man, und man hat mit diesem einjährigen Kind einen Betreuungsaufwand. Und den kann man nun mit so einer Art Monokultur lösen, dass man sagt, den darfst du nur in einer staatlich subventionierten Krippe erfüllen und alles andere finden wir nicht gut. Oder man erkennt mal an, dass es vielleicht sogar sinnvoll und schön sein könnte, wenn sich Eltern auch selber um ihr Kleinkind kümmern und unterstützt dieses. Und ich habe wunderbare Beispiele, die Krankenschwester, die ihr Kind morgens um 4 nicht aus dem Bett reißen will mit einem Jahr und sich freut, dass sie jemanden engagieren kann, der ihr zu Schichtzeiten hilft. Wenn ich jetzt an die 24-Stunden-Kita denke, die hier in dem Beispiel war. Es gibt eben viele Menschen, die haben keinen Job, der so geregelt ist, dass er mit Krippenöffnungszeiten korreliert oder gut zusammenpasst. Und die freuen sich einfach, weil sie das organisieren können und dafür auch eine Hilfe bekommen und nicht alles Geld nur an die Eltern geht, die den Krippenplatz brauchen. Aber Sie haben dann eben dort auch Familien wie zum Beispiel Frau Ruge und Herrn Zeitler, da gibt es keine Wahlfreiheit. Da stellt sich die Frage gar nicht, ob einer zu Hause bleiben kann. Das muss man sich aber überhaupt erst mal leisten können. Ja, aber gerade diese, diese bekommt ja auch den Krippenplatz umsonst. Jemand, der so wenig verdient, bekommt auch den Krippenplatz umsonst. Frau Göring-Eckardt findet 100 Euro, die helfen dann aber bei Alleinverdienerfamilien. Ich hätte es auch lieber höher 100 gehabt, Euro oder 150 Euro. Fragen Sie mal eine junge Familie, ob sie gerne auf 100 oder 150 Euro verzichtet. Ich frage mal die junge Familie, ob sie Wahlfreiheit hat. Und Wahlfreiheit hat man erstens, wenn man eine Kita bekommt. So ist es. Man hat sie zweitens, wenn die Kita auch noch zum Kind passt. Und wenn man sich nicht 20 Mal bewerben muss, wie das beispielsweise auch noch in der Stadt München der Fall ist. Aber in Bayern und in anderen Großstädten auch. Und deswegen sage ich ganz klar, wenn man Wahlfreiheit für die Eltern will, wenn man gute Qualität will, dann wird man nicht ein Betreuungsgeld nehmen, sondern man wird dafür sorgen, dass die Kitas gut sind und nicht den Eltern dann Taschengeld geben. Mehr ist es nämlich nicht mit den 100 oder 50, 150 Euro. Das ist doch nur dafür da gewesen, damit Herr Seehofer wieder mal einen dicken Max in Berlin machen konnte. Und nicht für die Eltern. Es geht nicht um Unterhaltung, es geht darum, wie es den Familien in unserem Land geht, richtig. Und die haben bedarfsgerechte Kinderbetreuungsplätze in Bayern. Und deswegen haben sie Wahlfreiheit. Weil da die Oberbürgermeister zuständig sind. Überlegen Sie mal ganz kurz, vielleicht wissen sogar Sie, wer in München Oberbürgermeister ist. Das ist ganz einfach. Was mich stört, ist, dass man internationale Erfahrungen nicht nutzt. Norwegen hat so ein Betreuungsgeld eingeführt und hat es wieder abgeschafft, weil sie festgestellt haben, dass fast ausschließlich die ärmeren Familien dieses Geld genommen haben. Frankreich hat eins von 500 Euro. Zu Ende sagen, die darauf angewiesen sind. Und dadurch benachteiligt man die Kinder, weil die dann gar nicht in Kindertagesstätten geschickt werden. Dann sind sie natürlich sozial nicht vorbereitet auf die Schule und haben schlechtere Bildungschancen. Glauben Sie mir, das ist der völlig falsche Weg. Glauben Sie mir, das ist der Stand von vorgestern. Nun hat sich ja aber doch, sind Sie sich alle einig, dass Kita-Plätze ausgebaut werden sollen? Die Frage ist, reicht das eigentlich schon und reicht vor allem auch die Art der Kita? Frau Preuß, Sie sind eine wirkliche Fachfrau auf dem Gebiet, 39% Quote. Glauben Sie, das wird ausreichen aus Ihren Erfahrungen heraus? Nein, ganz klar und eindeutig wird es nicht reichen. Gesellschaft hat sich verändert, Familien haben sich verändert. Ich bin schon ein bisschen irritiert, wenn ich so viel über Wahlfreiheit von Eltern... Nein, es gibt es nicht. Wir haben nicht die Rahmenbedingungen, die Eltern benötigen. Ja. Und ich glaube schon, jeder, der sich für ein Kind entscheidet, wird es tun mit 150 Euro und auch ohne 150 Euro. Und es ist doch nicht so, dass die Eltern, die ihr Kind in eine Einrichtung bringen, dieses Geld bekommen. Nein, sie geben das ja weiter an die Einrichtung, weil sie eben arbeiten gehen müssen, weil sie eben diese Einkommen haben müssen. Also es ist ja nicht ein Mehrgewinn für die Eltern in dem Sinne. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir so unwahrscheinlich viel bewerten, anstatt Familien das machen zu lassen, was sie sind. Familien, die Wahlmöglichkeiten bekommen müssen, Rahmenbedingungen bekommen müssen. Und davon, finde ich, sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Und der Anteil... Selbst auch wenn wir jetzt, ich sag mal, im Osten Deutschlands schon wesentlich mehr Plätze zur Verfügung haben, reicht das bei weitem noch nicht aus. Und ich merke es ja gerade, wie viele Anfragen wir zu dem Thema eben Übernachtungskita bekommen. Der Bedarf ist da wirklich riesig, auch selbst bei uns in der Stadt. Und wir erweitern das jetzt auch weiter in Mecklenburg-Vorpommern,
weil wir aber hier auch die Unterstützung auch von der gesamten Politik haben, die das ja auch natürlich auch ein Stück weit mit finanziell tragen müssen. Anderes Thema in dem Zusammenhang ist auch, welches Personal arbeitet in Kitas? Wie wird das auch bezahlt? Herr Brüderle, die FDP schlägt vor, dass Kita-Leiter oder Leiterinnen künftig ein Hochschulstudium brauchen. Sollen die dann auch entsprechend verdienen? Natürlich müssen sie adäquat auch verdienen. Wir werden ohnehin erleben, das gilt für Altersheime, das gilt für Pflegebereiche, das gilt in Krankenhäuser, dass wir das Personal nur kriegen können, wenn wir es adäquat bezahlen. Das zeigt sich jetzt schon. Sie haben große Probleme, wenn Sie zu Hause mal eine pflegefallende Familie haben, überhaupt jemanden zu finden. Das ist ja fest in ausländischer Hand fast. Da muss man vielleicht sagen, wenn man wohl noch jemanden findet. Ja. Aber das müssen wir ändern. Das wird sich auch ändern, weil es sonst diese Kräfte nicht gibt. Das ist sogar in der Entwicklung des Marktes mit drin, weil wir anders die Probleme nicht lösen können. Es kommt zwingend. Die Probleme sind aber da. Ja. Frau Törner, lassen Sie mich mal kurz Frau Törner, Sie haben auch ein kleines Kind. Genau. Und Ihr Hauptproblem ist aber eigentlich nicht Kinderergänzungszuschläge, Kindererziehungszuschläge. Ihr Hauptproblem ist erstmal Wohnraum zu finden für sich und Ihre Familie. Richtig. Also passender Wohnraum für eine junge Familie, für Normalverdiener ist in Köln, wo ich jetzt herkomme, unmöglich, will ich fast behaupten. Also wir wurden aus der Innenstadt rausgedrängt, in die Randbezirke, sage ich jetzt mal so, weil es nicht mehr bezahlbar ist und auch, weil kein Wohnraum vorhanden ist. Das sind natürlich auch dann Flächen, das ist schwer dann auch neu zu bebauen. Das, was Frau Törner sagt, das lässt sich auch in Zahlen gießen, nicht nur für Köln. Das schauen wir uns mal kurz an. Deutschland ist eine Mieternation. Über 40 Millionen Häuser und Wohnungen und mehr als die Hälfte gemietet. Vor allem in Großstädten ist es inzwischen richtig teuer. Zum Beispiel Berlin. 27,6% mehr kostet Neumieten hier im Vergleich zu 2007. Frankfurt am Main plus 17,1%. Hamburg ist in 6 Jahren 23,3% teurer geworden. Köln 10,2%. Teuerstes Pflaster München. 60 Quadratmeter unter 1000 Euro warm, kaum zu machen. In vielen Städten bleibt einkommensschwachen Familien nach Miete weniger als Hartz IV. Arm durch Wohnen? Das geht in Deutschland. Die Zahl der Sozialwohnungen aber wurde seit 2002 um ein Drittel gekürzt. Von fast allen Parteien. Tja, macht Wohnen warm, arm? Das ist die Frage, die sich dann stellt. Herr Gysi, Sie wollen zurück zum staatlichen Wohnungsbau, also zurück zur Platte? Nein, nein. Anders. Wir brauchen erstens mehr Wohnungsbau. Und das Zweite, was wir sagen, wenn wir zum Beispiel einem privaten Investor Fördergelder geben, damit er Wohnungen bauen kann, auch Sozialwohnungen bauen kann, dann müssen wir darauf bestehen, dass das nicht befristet Sozialwohnungen sind, sondern immer Sozialwohnungen sind. Und die muss es auch durch die ganze Stadt geben, nicht nur am Rand. Zweitens müssen wir jetzt gesetzlich festlegen, dass künftig alle Wohnungen altersgerecht und auch behindertengerecht sind, damit nicht jedes Mal das wieder anfängt. Und dann müssen wir das Mietrecht natürlich ändern. Wissen Sie, wenn es eine freie Wohnung ist, kann ja der Vermieter erstmal versuchen, seine Wohnung zu vermieten. Was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, ist, wenn Frau A auszieht und Frau B einzieht, dass die Miete gesteigert werden darf. Sie sagen so um 10%, die anderen sagen unbegrenzt. Ich sage, das ist völlig falsch. Die Qualität der Wohnung hat sich doch nicht erhöht. Er kann die Inflationsrate jedes Jahr raufschlagen. Aber nur weil ein neuer Mieter da ist, einen höheren Preis zu nehmen, sowas gibt es nicht. Das muss man eigentlich ausschließen. Und dann könnten wir die Mieten so gestalten, dass sie sozialverträglich sind. Da kriegt Herr Brüderle jetzt gerade einen Föhn. Ja. Aber auch durch Investitionen, die müssen sich rechnen, auch gebaut werden. Das hängt eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Die Kommunen müssen schneller Baugenehmigungen erteilen. Auch eine Stadt wie Köln kann am Recycling auch mithelfen, dass man die Flächen intensiver nutzen kann. Sie haben ja in München prominente Fälle, können Sie Udet mal fragen, was dort genehmigt wird, nämlich ganz minimal dabei. Das ist die Realität. Und ansonsten, wenn Sie da nur Auflagen machen, dann wird keiner reingehen. Dann muss es der Staat machen. Wenn sich am Schluss auch für den, der die Wohnung baut, nicht eine entsprechende Verzinsung ergibt, dann wird keiner sie bauen. Also deshalb muss man einerseits müssen Investoren bereit wieder einführen, damit es sich dabei rechnet. Ansonsten werden sie in der Marktwirtschaft die Initiativen nicht hinkriegen. Und da liegt die Ursache, und wenn wir das machen, was Herr Gysi macht, ist Mieten alles einschränken, vorschreiben, was alles gemacht wird. Aber was wollen Sie denn dann an Anreizen schaffen? Weil es ist ja nicht genug gebaut worden. Abschreibung.
denken Sie auch schon, was Sie früher gehabt haben. Da schüttelt Herr Gabriel den Kopf. Natürlich rechnen Sie sich viel besser. Ja, weil natürlich das gar nichts bringt, jedenfalls nicht in der Geschwindigkeit und der Menge, die wir brauchen. Das Problem ist doch, dass wir früher den sozialen Wohnungsbau hatten, genau für solche Familien. Daraus ist, weil wir die Einkommensgrenzen festgeschrieben haben, wann man in eine solche Wohnung darf, irgendwann ein Sozialhilfewohnungsbau geworden. Weil sich die Einkommensgrenzen nicht mitentwickelt haben, irgendwann ist gar nicht mehr gebaut worden. Wir brauchen mehr Wohnungen. Wir müssen uns auch Genossenschaften wieder fördern. Wir müssen dafür sorgen, dass der Staat Wohnungsbauzuschüsse zahlt. Sonst ist ein solches Haus, eine Wohnung nicht finanzierbar durch einen privaten Investor. Wir müssen aufpassen, dass dabei nicht nur Menschen einziehen, die Sozialhilfeniveau haben, sondern auch ganz normale Familien wieder eine Chance auf eine Sozialwohnung haben. Die haben sie nämlich heute gar nicht. Und wir müssen dafür sorgen, hat Herr Gysi völlig recht, dass die permanente Mietpreissteigerung durchbrochen wird. Ich habe ja gedacht, wir wären einen Schritt weiter, als Frau Merkel gesagt hat, sie findet die SPD-Idee dazu ganz gut. Genau, das ist eine interessante Frage. Ja, sie hat Frage. Drei Wochen danach im Bundestag Herr Gabriel, dagegen gestimmt. Frau Hadertauer, Mietpreisbindung, das war eigentlich für die Union ein Igitt, geht gar nicht Wort. Jetzt nimmt sogar die Kanzlerin in den Mund und es findet sich im Wahlprogramm der Union. Tut es nicht, leider. Wir haben ja auch schon getan. Der Bund hat ja bereits diese Kappungsgrenze eingeführt, die wir auch umgesetzt haben als Länder, die in hochpreisigen Städten umgesetzt sind inzwischen. Zumindest für Bayern kann ich das sagen. Ich weiß nicht, inwieweit die anderen Länder das umgesetzt haben. Wir haben für die Neuvermietung, das ist völlig klar, vor allem für die Weitervermietung spielt dann eine Rolle. Das haben wir im Wahlprogramm drin, das haben Sie gerade gesagt. Aber wichtig ist es auch, dass die Wohnbaumittel abgerufen werden. Also ich kann für München sagen, die haben die Wohnbaumittel nicht abgerufen. Die liegen rum, weil eben dort auf Gewerbeimmobilien und teure Büroräume gesetzt wird und nicht auf den Vielleicht ist es ja auch so, Frau Göring-Eckert, da schaue ich Sie jetzt mal an, dass der Staat das einfach nur ganz schwer, diesen Immobilienmarkt überhaupt steuern kann. In den 90ern wurde zu viel gebaut, dann gab es Mietpreisverfall, dann gab es auch keine Investoren mehr. Jetzt sind es zu wenig. Der Staat scheint da immer etwas hinterher zu hinken. Ja, es ist ja nicht insgesamt zu wenig, sondern es ist ein Ballungszentrum zu wenig. Das hätte man sehen können, dass es Abwanderung gibt auf dem Land und dass es in Ballungszentren den Bedarf nach mehr Wohnraum gibt. Und was haben wir? Wir haben inzwischen eine Situation, in dem Film haben Sie gesagt, Sie bezahlen, würden fast die Hälfte Ihres gemeinsamen Einkommens bezahlen. Ja. Wir haben inzwischen eine Situation, dass in Ballungszentren Leute bis zu 40% offenbar sogar noch mehr bereit sind zu zahlen. Das hat auch nichts mehr mit Lebensqualität zu tun, weil dann kann man sich ja irgendwie den Rest des Lebens gar nicht mehr vernünftig organisieren. Und wir haben es damit zu tun, dass wir Luxussanierungen haben, die dann auf die Miete umgelegt werden. Das hat auch nichts mehr mit Investitionen zu tun, von der Sie reden, sondern das hat damit zu tun, dass mutwillig Wohnungen verteuert werden. Und deswegen muss man dafür sorgen, dass die Mieten eben nicht exorbitant steigen können, nicht bei Neuvermietung und auch nicht, wenn Leute sozusagen einfach nur, weil sie in der Wohnung leben, permanent alle paar Jahre einen Aufschlag zahlen müssen. Und deswegen einerseits, ja, wir brauchen eine bessere Organisation von Sozialwohnungsbau im Sinne von, wir müssen dafür sorgen, dass es eine Mischung gibt. Also wenn die einen, weil sie weniger Geld haben, an den Stadtrand ziehen müssen und die anderen, weil sie mehr Geld haben, dann die schicke Wohnung mit der Stuckdecke in der Innenstadt haben können oder in dem schicken Kiez, dann machen wir eine Gesellschaft, die komplett auseinanderdriftet. Und das will ich nicht. Und deswegen sage ich, da muss man vorsorgen mit einer Mietpreisbegrenzung. Und da muss man vor allem vorsorgen, dass man sagt, wir wollen, dass Leute zusammenleben und nicht auseinanderleben. Dann lassen wir doch jetzt mal einmal kurz zum Ende der Runde sozusagen Frau Törner, die nun verzweifelt auf den Mietmarkt sich umgeguckt hat. Hat Sie davon etwas überzeugt, von dem, was Sie jetzt zu dem Thema gehört haben? Oder wo Sie sagen, es könnte eine Idee sein? Ja, eine Idee für mich ist absolut eine Mietpreisbremse. Vor allen Dingen finde ich es ganz schlimm, dass es einen Staffelmietvertrag gibt, was in meinen Augen total unsinnig ist. Ja, genau. Es gibt keinen Staffellohn. Also Staffelmietverträge sind in Köln schon, gehören dazu. Darf ich mal fragen, haben Sie es mal in einer Genossenschaft versucht? Oder ja, wir wohnten vor dem Haus, das wir jetzt gefunden haben, in einer Genossenschaft. Und, also Mietpreisbindung, das wäre jedenfalls was, wo Sie sagen, das könnte eine Idee sein. In der einen oder anderen Form sind Sie da auch alle irgendwie für. Ja, die wollen, wer am Ende was durchsetzen kann überhaupt. Und wollen jetzt aber erstmal noch mal sehen, wie überzeugend Sie jetzt insgesamt als Runde heute in der Sendung hier für unser Studiopublikum waren. Genau so ist das. Dankeschön, Mariette. Am Anfang der Sendung haben wir ja gefragt, wie sicher sind Sie eigentlich in Ihrer Wahlentscheidung? Und zwar hier genau in diesem Publikum. Darf ich mal ganz kurz mir Ihre Fernbedienung ausleihen?
Ja? Jeder hier im Publikum hat genau so eine Fernbedienung und da sind ja diverse Ziffern drauf. Und Sie dürfen jetzt, ich gucke auch nicht hin, ich gehe jetzt runter, die 1 drücken, wenn Sie wissen, ja, wen Sie wählen. Die 2 drücken Sie bitte, wenn Sie unentschlossen sind in Ihrer Wahl. Und die 3, falls Sie tatsächlich zu den Nichtwählern gehören. Ja, wir haben gleich in wenigen Sekunden das Ergebnis. Derweil gehe ich noch mal kurz zu Sonja. Im Internet, das habe ich auch immer wieder über mein Early gesagt bekommen, ist jede Menge los. Da haben sich viele Menschen gemeldet. Vielleicht kannst du so eine kurze Bilanz geben, Anfragen und Kommentaren. Was war so das Spannendste, Sonja? Das kann ich. Wir haben gemessen, wie viele Leute bei Twitter über unsere Sendung gesprochen haben und haben das auf dieser Kurve dargestellt, die Sie jetzt sehen. Und hier der erste Punkt, der wirklich ja, bemerkenswert ist, war Diskussion um Steuern und Schulden. Und da kann ich Herrn Gabriel nur mit auf den Weg geben, das, was Sie erklärt haben in Ihren Steuerplänen, das haben die meisten nicht so richtig gut verstanden. Vielleicht nutzen Sie da die nächsten 2,5 Wochen noch für ein bisschen Aufklärung. Riesengroßes Thema für alle im Netz war das Thema Rente, weil einfach da ganz viel Unsicherheit, ganz viel Angst da ist. Und in Sachen Rente gab es dann auch hier wieder einen der größeren Peaks, nämlich das war die Wette zwischen Gabriel und Frau von der Leyen, die gesagt haben, wer auch immer die Lebensleistungsrente nicht umsetzt, der muss zurücktreten. Und den allerhöchsten Höhepunkt, wenn ich das noch schnell sagen darf, ist die unfreiwillige Komik von Rainer Brüderle bei dem Spiel, das so funktioniert hat wie Tabu, als er, ja. als er gesagt hat, wenn man viel sagt und nichts dabei rauskommt und das ganze Publikum FDP gebrüllt hat. Das war so das Witz. Alles klar. Vielen Dank, Sonja. Wir haben gerade schon unser akustisches Signal bekommen. Wir haben nämlich das Ergebnis unseres zweiten Studio-Votings. Wissen Sie schon, wen Sie am 22. September wählen wollen? Also, da hat sich ein bisschen was verschoben tatsächlich. Jetzt sind 73% unseres Studio-Publikums tatsächlich entschieden in ihrer Wahl. Und 23% sagen, nee, noch nicht so ganz so sicher. Die Zahl hat abgenommen und auch die Zahl der Nichtwähler hat abgenommen. Das ist doch schön. 1% sozusagen gewonnen. Und mit diesem Zahlen jetzt erstmal rüber zu Marietta. Ja, also Sie haben doch einige. Wir wissen jetzt nicht, wer wen wie überzeugt hat, aber Sie haben sich offenbar schon mal gut geschlagen, dass überhaupt Entscheidungen getroffen wurden. Und Sie haben jetzt noch mal ganz kurz die Chance, noch mal ein wenig Politpoesie, um die allerletzten noch zu überzeugen, zu machen, indem Sie flott aus diesen Worten einen Spruch für die letzten Tage der Wahl bilden. Ist es natürlich lustig gemeint. Ja, es kann sein, Gold macht glücklich oder Wolken sind Pech. Greifen Sie sich ein paar Buchstaben aus, mit denen Sie die letzten noch nicht überzeugten hier in den letzten Tagen vor der Wahl noch mal überzeugen wollen. Und Sie haben 45 Sekunden Zeit. Für jede Politikerin. Familie ist immer gut, Frau Haderthauer. Und drauf geht's. Also, das Wort Schulden. Herr Gabriel, da oben war Hoffnung. Nee, ich hatte schon Frau Haderthauer geschnappt. Frau von der Leyen. Nee. Am besten ein Substantiv, ein Verb, ein Adjektiv. Märchen ist doch vielleicht schön. Ich gebe noch mal kurz eine Zeitangabe. Ein Adjektiv, ein Verb. Sie haben noch ein bisschen Zeit. Aber die Zeit läuft. 25 Sekunden ungefähr. Gehen Sie zu Ihrem Kühlschrank. 20 haben wir jetzt noch. Vielleicht müssen Sie jetzt langsam zu Ihren Kühlschränken rüber. Hier unten, dann kleben Sie schon an, da was dran zu kleben. Kämpfen ist super. Ja, einfach an den Kühlschrank. Familie ist hoffentlich sehr gut. Sehr gut. Hervorragend. Jawohl. Das gibt sich doch. Ach, und ja, das lassen wir noch gelten hier, die paar Sekunden. So, wir schauen jetzt noch mal schnell. Kinder müssen Glück, sollen frei, sagt Frau Göring-Eckert. Familie ist sein. Okay, das Sein fehlt. Und Herr Gabriel, Sie beglücken uns als Letzten sozusagen. Nehmen Sie nicht den Kühlschrank von Frau Haderthauer, sonst sieht das schon wieder so nach großer Koalition so, aus. So, ich bitte unsere Gäste von dort bitte mit auf die Bühne. Kommen Sie bitte zu uns nach oben. Weniger Milliarden, das war von Ihnen. Und wir schauen uns jetzt hier noch mal die Slogans an. Kommen Sie bitte zu uns. Ja, Marietta, dann sagen wir Danke an dieser Stelle. Wir sagen Danke, dass Sie bei allem so fröhlich mitgemacht haben, dass viel diskutiert wurde. Es konnten offenbar Leute im Publikum auch überzeugt werden in die eine oder andere Richtung. Wir wollen das morgen wiederholen. Es gibt morgen wieder eine Sendung, dann mit anderen Gästen, anderen Themen. Energie, warum ist der Strom so teuer geworden? Und Zuwanderung. Und es gibt auch wieder Dinge zum Raten, was diese Berliner, die man natürlich in Berlin nicht Berliner nennt, sondern Pfannkuchen, mit unserer Sendung morgen zu gucken, zu tun haben, das schauen Sie sich an, indem Sie einfach einschalten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank den Politikern und vielen Dank auch unseren Gästen. Ihnen noch einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen. So, Sie haben jetzt Wahlfreiheit.